girls with their nails done now. Girls with their nails done now. Hallo und herzlich willkommen heute am Samstagmorgen 0:01 Uhr, 0:02 Uhr, hat sich gerade umgeschaltet. Shakes and Fidget heute wieder mal, für diese Woche auch das erste und letzte Mal. Ja, dann geht es erst wieder am nächsten Wochenende weiter, weil wir bauen mal wieder ein paar andere Streams mit ein, weil das war jetzt die letzte Zeit ziemlich viel Shakes and Fidget. Aber wie gesagt, das ist heute erstmal, ja, wie soll ich sagen, das letzte Mal. Und dann erst wieder nächstes Wochenende. Ich gucke auch, dass ich dieses Wochenende noch irgendwie mal wieder ETS hinbekomme. Ist auch schon wieder eine Weile her. Genauso wie, gewisse andere Spiele, die jetzt ein bisschen weniger dran gekommen sind, wie SSO zum Beispiel. Mal gucken, was da machbar ist. Ja, so, ich brauche noch den Chat. Kamera ist wieder mal aus. Ja, das ändert sich bald wieder. Ich brauche hier eindeutig mehr Licht im Zimmer. Hi an Nick Postman. So. Sound resume. Hallo. Hallo. Okay, du redest aber nur leise, deswegen hörst du. Okay, das hängt aber nicht damit zusammen, dass ich irgendwie. Gut, super. Was? Das ist, wenn ich dich jetzt lauter schraube, du bist total. Ich mach dich mal lauter bei mir, ja? Moment. Ja, mach das. So. Lautstärke anpassen. Ja, du bist doch bei minus 10. Wow. Ja, das lag daran, dass ich ja andere Kopfhörer hatte, wo ich übelst laut war, glaube ich. Ich glaube es auch in dem Fall. Das wird damit zusammenhängen. Ja. So. Gut. Ich habe alle Chatfenster. Alles gut bei dir? Ja, auch. Ja, bei mir auf jeden Fall, meinte ich. Ich bin durcheinander heute. Ich habe Ewigkeiten nicht gestreamt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Also hier, das ist ein Spiel, ja. Und da kann man rumdrücken. Zum Beispiel kann man darauf drücken und man sieht, wir müssen noch ein bisschen warten. Wohl. Er erklärt's gut. Ja, genau. Richtig. No hate oder so. Nein, auf jeden Fall nicht. Hallo, Dani doch nicht. Dani ist cool. Ja, nee, wie gesagt, wir werden jetzt gleich Shakes and Fidget im Schnelldurchlauf machen. Ich mach's jetzt schon. Er macht's um 12:06 Uhr. Ja, ich habe noch 2 Minuten 34 Zeit.
Und was bald wieder funktionieren wird wahrscheinlich, im Oktober oder im November, dann wird es wahrscheinlich wieder funktionieren, dass wir auch parallel bei Facebook Live sind. Was ja, was Habe ich sind Packerel? parallel, weißt du? Ja, das ist sowas, ja, Paralleles. Was ist sowas? Kann man das essen? Ah, wir müssten eigentlich wieder sowas wie unangenehme Fragen machen. Ah. Kannst du mal kurz Exe anschreiben, ob der auch noch mit reinkommt? Warte, ich schreib mal Paul Unge an. und Paul auch noch bitte. Ja, wart kurz. Wir machen unangenehm. Mache ich jetzt wirklich? Habe heute auch ETS2 gespielt. Ja, wie gesagt, das machen wir dann vielleicht morgen. So. Geht's volle Pulle nur auf Gold. Das Dumme ist, ich bekomme keine Fragen bei. Bei mir ist eben. Was habe heute auch. Also, oh, ich fange jetzt hier schon wieder an, Nachrichten zu lesen, die gar Die nicht. uralt sind. Unangenehme Fragen. So. 33 peinliche. Warte, hier 123 lustige. Persönlich. Ja, das ist doch. Ja. So. Aber ich gucke jetzt erstmal hier kurz einmal schon mal. Ein paar Kleinigkeiten kann man hier schon mal machen. Hä? Ach so, okay, das ist natürlich doof, aber hier können wir. So. So, gut, ein bisschen XP abgeholt. Und jetzt geht es in 17 Sekunden auch los. Okay, vielleicht bekomme ich mal hin, mein Teamspeak einzurichten. Bis morgen, beziehungsweise heute. Ja, also heute Abend gehe ich mal von aus. Vielleicht komme ich auch wieder auf die doofe Gedanken und mache schon wieder einen Stream vormittags um 10. Habe ich auch schon ziemlich lange nicht mehr gemacht. Mach's doch nicht, weil die Hälfte am Wochenende schläft. So, du hast deine Schicht ohne nennenswerte Zwischenfälle abgeschlossen. Gab es eigentlich schon mal die Situation, dass man Zwischenfälle hatte über Nacht? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Wenn du in der Festung angegriffen wirst, vielleicht oder so. Ja, keine Ahnung. Hey, so, erstmal Glücksrattenrunde, wa? Ja, Juhu, ich habe absolut. 600 Steine. Das ist doch schon mal was sehr Schönes. Und wie gesagt, wir haben das Gold-Event, wie man es hier schon sehen Wir kann. Das können heißt, einander helfen. ich denke eigentlich, dass man viel Gold bekommt, aber das sieht noch total nach wenig aus. Nee, oder? Nee, mal bekommen. Ich habe gerade bei meinem Magier 3600 Gold drin gehabt in der Taverne. Um das Und Zehnfache mehr. nicht wundern, ja, dass das Leonie heute so komisch klingt. Bin erkältet. Sie ist erkältet. Ich klinge gar nicht so scheiße. Meine Stimme hat sich wieder zurückgetan etwas. Das denkt sie. Nein. Ah, da bist du ja. Davor war sie schlimmer. Das habe selbst auch ich Ich gemerkt. finde, das ist total wenig mit der Kohle, die man hier so bekommt. Dann ist es nur bei dir so. So kann ich mit meinem Krieger irgendwas angreifen, was Sinn macht. Das hier könnte was werden, könnte aber auch schief gehen. Und es ging natürlich schief. Aber hier, ich kann doch hier sicherlich. Ging schief. Wahrscheinlich typische Olli-Aktion. Aber hier, ich kann eine Glücksrate. Oh, ich hab Geld bekommen. So, was? Da können wir ja auch zusammenfahren. Ja, nicht zusammenfahren, also gemeinsam fahren, ja. Zusammen wird etwas Ich versuche schwieriger. hier zu schlafen. Zusammen, ich will heil am Ziel ankommen. Achso, das haben wir schon. Ich bin. Ah, ich habe hier auch hier ein bisschen Geld bekommen. Bist du ja. Ah, da bist du ja. Ich bekomme noch total wenig. Kann es sein, dass die erste Runde total wenig Kohle ist? Wie gesagt, ich habe an meinem Magier gerade 3600 Gold gehabt. Bei der ersten Runde schon? Ja. Ich glaube, das Gold-Event ist bei mir kaputt. Ja,
Ja, nee, ich habe bei meinem Magier hatte ich Auf der Suche nach 3600. einer Aufgabe? Bei meinem Kampfmagier, also bei dem allerersten, hatte ich nur ungefähr 300 oder so. Und die anderen Accounts, wo ich normalerweise 66 habe, hatte ich jetzt ausnahmsweise auch noch 100. Okay. Also irgendwie hatte ich nur bei diesem Magier eben übelst viel. Ich hatte eigentlich gestern schon bei einigen Accounts mich gewundert, warum ich so viel bekomme. Jetzt habe ich weniger als vorher. Hier habe ich 4.366, aber das ist nicht wirklich viel. Was, Gold? Ja. Nein, überhaupt nicht viel Nicht oder wirklich so. nicht viel. Also ich finde es jetzt nicht viel. Also ich hatte schon mal mehr, sagen wir es mal so. Willst du jetzt so wie bei Paul gleich bis zu 1 Million Gold Es kriegen oder gibt neun Wichtiges zu Millionen? entdecken. Das sind halt so, ne? Was man sich woanders abguckt, möchte ich auch gerne haben. Michels Gaming, hi und hi Maurice FX HD. Wir pushen dich Hallöchen. gerade, ja, vielen Dank dafür. Schön, dass er reinschaut. Willkommen bei den Behinderten. Ihr könnt auch gerne in den Teamspeak kommen. Oh, drei Pilze. Ich will hören, wie ich mich anhöre. Du willst hören, wie du Scheiße. dich anhörst? Ja. Ja, nee, und wie gesagt, ne, wir werden dann morgen mal wieder ein bisschen was anderes spielen. Vielleicht, wir müssen auch mal wieder ein bisschen Minecraft mit reinpacken und so weiter. Wir waren jetzt übrigens auch wieder fast 2 Wochen nicht live. Hing damit zusammen, dass ich letztes Wochenende sehr viel zu tun hatte. Aber jetzt sieht es erstmal wieder gut aus. Nächstes Jahr kannst du mal lustig werden. Weil nächstes Jahr, ja, wie soll ich sagen? Es wird lustig. Weil mein Monitor ist ausgefallen. What the fuck? Ah, ich habe wieder Bild. Ich darf mich nicht großartig bewegen, da geht mein Bild weg. Nee, nächstes Jahr wird meine komplette Wohnung saniert von innen und von außen. Da wird es ein bisschen. Was? Wir sind live auf deinem Kanal? Oh, wir müssen uns benehmen. Leonie, wir Ach müssen uns benehmen. Gott. Wir sind hier bei Unge im Stream. Als ob Bei wir Michel uns meinte ich. nicht, als ob wir uns nie benehmen. Hallo. Stimmt, wir benehmen uns eigentlich immer, ne? Jetzt, wir sind richtig anständig und so. So, was kann ich denn noch machen? Ich habe jetzt hier schon mal. Ach ja, übrigens. Ich weiß nicht, dürfen wir das sagen? Ha, was? Eigentlich habe ich ja vor ein, zwei Streams geschworen, dass ich sowas nie wieder mache. Was? Also, Leonie und ich haben uns was überlegt. Wie, wo, was? Ach so. Also der nächste Freitag, der kommt, macht der deutsche Server 40 auf. Und also ich kam damit an, nicht Olli. Ich habe es auch sofort bestätigt, dass ich es auch nicht schlecht finden würde. Also es kann passieren, dass wir Dass da versehentlich. versehentlicherweise mein Account erstellen. Wie vielten? Siebten? Okay, wenn wir jetzt ehrlich sind, wäre es dann der 15. Aber wir haben ja ganz viele gelöscht. Nein. Aber auch nur, weil wir dachten, wir müssen sie löschen. Ich glaube, sonst hätten wir diese jetzt noch behalten. Du, dann müssen wir bei 40 wirklich Schluss machen. Okay, Deal. Oder machen wir dann noch bis international 40? Momentan sind wir 35. Nein, das Nee, das ist zu 40, viel. 40 würde passen, weil das ist dann eine glatte Zahl, weißt du, was ich meine? Aber wir müssen dann wirklich Schluss machen. Abo und Like ist da von Maurice FX HD. Ja, vielen Dank dafür. Also Ich sehe normalerweise es schon kommen. wird's was auch In 5 Jahren angezeigt. haben wir beide 20 Accounts, weil wir dann doch mehrere Accounts erstellt haben aus Langeweile. Nein, das glaube ich nicht. So verrückt sind wir dann. Vielleicht spielen wir es dann gar nicht mehr. Ey, ey, wir haben uns beide geschworen, wir ziehen das jetzt noch 5 Jahre durch. Ja, 5 Jahre, aber. Aha. Kriegerherz kennt keinen Schmerz. Ich bin jetzt gerade schon am Überlegen, was ich jetzt mache, ne? Wir müssen mal nachher noch mal ein paar Leute angreifen. Ah, jetzt weiß ich, was ich tun wollte. Ich wollte einmal hier rauf gehen. Übrigens, wisst ihr, was ich mittlerweile habe? Hier, ich habe Pets und so, ne? Ich habe hier sogar schon wieder ein bisschen Futter. Ich kann das schon wieder ein bisschen Richtig verteilen. interessant und so.
Aber ich bin Stufe 10, ja, und dieses Pet-Teil hier ist Stufe 6. Wow. Krass. Wirklich krass. So, das ist, ich muss es hier mal ein bisschen nachdenken, ne? Also das hier ist Erde. Möchtest du jetzt einen Angriff mit dem Pets-Element Erde auf die Pets deines Gegners ausführen? Ich weiß nicht. Weißt du denn, was Erde schlägt? Das sind ja alles gleiche Gegner hier. Also ich habe hier zum Beispiel ein Buddemoll, der ist Stufe 4 und der würde auch ein Stufe 3 angreifen im Schattenhabitat. Ja, aber weißt du, was zu 100% welche Pets schlagen? Ich habe es mal irgendwo gelesen. Das hast du nicht gelesen, also nicht nur gelesen, ich habe es ja auch vorgelesen. Ja, meine ich ja mit. Irgendwas mit Lesen. Guck mal, ich bin Stufe 12. Das heißt, ich muss doch locker hier diesen komischen Frosch töten können, oder? Wir testen das einfach mal. Auf gut Glück greifen wir jetzt ein Feuer-Dings-Bumster hier an. Mit was greifst du es an? Mit meinem Frosch. Ja, was ist ein Frosch? Na, mein Frosch ist Feuer. Feuer gegen Feuer? Na, anders geht's nicht. Sonst komme ich nicht in das Feuerhabitat rein. Wenn ich jetzt auf Erde gehe, dann habe ich Erde-Habitat. Und ich muss ja, weißt du, Feuer, Feuer. Ja, also normalerweise schlägt Feuer, also Feuer schlägt Erde normalerweise und Wasser schlägt Feuer. Möchtest du jetzt mit deinem Pets-Element Erde auf die Pets des Gegners? Nein, ich möchte nicht. Nee, ich versuche das. Ja, aber ich kann es ja nicht wechseln. Weißt du, ich meine? Ich kann jetzt auf Feuer gehen, dann kann ich aber auch nur in der Feuer-Dungeon kämpfen. Wenn ich auf Erde gehe, kann ich mit meinen Erdviechern nur in der Dungeon Erd kämpfen. Also Erde kämpfen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe selbst keine Pets, von daher kann ich es Wird nicht Zeit, dass du beurteilen. auch Pets hast. Paul, falls du zuschauen solltest, ne? So. Was sehr unwahrscheinlich ist, aber naja. Ich bin gespannt, wie es dann über Handy Ich opfer aussehen mal kurz sollte, einen wenn man Pilz. Pets hat. Ich hab gewonnen. Aber locker gewonnen hier. Und ich hab. Ich kann hier gleich noch eine Erdbeere raufhauen. Ich müsste die anderen auch mal ein bisschen größer machen. Aber ich habe hier ganz viele verschiedene. Guck mal, bei Feuer habe ich zum Beispiel. Hier habe ich ein Pyrophybus. Ja. Olli, ich sehe das nicht. Ich schaue dir gerade nicht im Stream zu. Das sag ich dir ja. Ne, kann dir nachts in den Schwarzwassersümpfen begegnen. Aha. Ah, ja. So, aber ich lasse das jetzt erstmal hier. Ich gehe jetzt erstmal wieder einmal hier zurück. Und ich habe einen Es Pilz ist euch bekommen. eine Ehre, für mich arbeiten zu dürfen. Wie sieht das denn eigentlich über Handy dann aus? Total dumm. Wenn man. Nein, wenn man dann Pets hat. Ja, es ist total dumm dort geregelt. Du musst einen Doppelklick auf den Stall machen, dass du da hinkommst und das Einsetzen und so weiter ist auch total Sicher, schlecht Bruder. gemacht. Also ich finde es nicht schön gemacht. Das heißt, es wäre gescheiter, wenn man nur über PC das dann zu machen. Also ich komme über PC generell mit dem Spiel besser klar als über Handy, muss ich auch dazu noch sagen. Ja, ich bin zu faul, um irgendwie die ganze Zeit meinen Laptop da stehen zu Kann ich haben. verstehen. Und Handy ist ja schnell. Einfach kurz draufklicken, weil ich bin ja eh die ganze Zeit am Handy. So, wir wollten noch unangenehme Fragen machen, Ja. oder? Obwohl du eigentlich viel zu jung. Ich glaube, die Fragen hatten wir schon alle mal. Wenn man so überlegt, ich bin selbst schon, es ist nach 22 Uhr. Stimmt, ich kann nichts dafür. Nee, ist doch vor 22 Uhr. Nein, na. Vor. Also, ja, jetzt. Wir fangen mal an mit der ersten Frage. Ach, wie harmlos die Fragen sind. Wir können alle Fragen beantworten. Die sind harmlos. Hau einfach raus. Es gibt Wichtiges zu Okay, wir erledigen. fangen mit der ersten Frage an. Seid ihr bereit? Dann schreibt ein bereit in den Chat. Nein, Quatsch. So, mit wie vielen Jahren hast du noch an den Weihnachtsmann geglaubt? Das weiß ich gar nicht. Also, wie alt war ich da? Wie alt bin ich jetzt? Also, wenn ich ehrlich bin, ich glaube immer noch an den Weihnachtsmann. Das stimmt nicht. Doch. Also doch, ich glaube auch an den Weihnachtsmann, weil der Weihnachtsmann existiert und der ist sogar bei uns auf dem TeamSpeak-Server. Punkt 1 das. Punkt 2.
Habe ich den schon sehr oft gesehen. Auf Weihnachtsmärkten Echt? und so weiter. Was? Du hattest diese Gelegenheit? Ich wollte das auch mal. Ja. Also, wenn ich ehrlich bin, ich habe an den Weihnachtsmann das letzte Mal vor 5 oder 6 Jahren geglaubt. Meine Kindheit war echt früh kaputt. Vor 5 oder 6 Jahren, was soll ich denn sagen? Wenn ich jetzt sage, vor 5 oder 6 Jahren, da war ich 24, 25, so den Zeitraum. Da habe ich nicht mehr dran geglaubt. Oh, ey, mein Monitor geht Vor immer aus. 5 Jahren. Vor 5 Jahren warst du nicht 24, sondern 26. Ich habe das Gefühl, dass mein Kabel einen Wackelkontakt hat. Mein schönes, armes HDMI-Kabel. Ich brauche ein neues HDMI-Kabel. Dann hol dir eins. Ich mache mir erst erstmal meine Dose auf, ne? Und keine Angst, das ist was Gesundes, das ist kein Alkohol oder so. Das ist auch kein Energy oder so. Das ist Wasser in Dose. Was, eine Dose ist neu. Gibt's nur in Oranienburg. So, wir gucken mal gleich mal weiter hier. Hallo, das bringt am meisten Kohle. Ich finde, irgendwie kommt es mir ziemlich wenig Gold vor. Ich weiß nicht, was du hast. Ich habe bei Ich jedem einzelnen Account 200 plus. habe hier, guck mal, bei meinem Match bekomme ich nur 7610, obwohl das geht eigentlich. Ja, wie viel bekommst du normalerweise? Ich weiß es gar nicht, ich habe nie drauf Na, geachtet. wow, also man hat einen Mund und ist sehr froh, dass du überhaupt was Also, ich bekommst. find's trotzdem wenig. Dafür, dass ich das wieder 14 Minuten Zeit vergeben. Wow, Alter. Da bist du ja. Alle D also Aber ab doch, doch, jetzt, das geht bitte. hier. Wenn ich jetzt hier sehe, dass ich jetzt hier. Ja, doch, das ist. Genau jetzt alle mal D-Abo, die gerade zuschauen, bitte. Nein. Für diese tolle Schlauheit von dem alten Hört Mann hier. nicht zu, was die Person da sagt. Sie ist verwirrt. Genau. Bin ich nicht. Ich bin nur etwas krank. Ja, Aber siehst das du, ist nichts sie ist Neues. krank. Sie ist krank. Sie ist nicht zurechnungsfähig. Ihr Fieber ist zu hoch gestiegen. So. Oder ich bin mir selbst zu hoch gestiegen. Hast du dir viele Gedanken zu deinem heutigen Outfit gemacht? Nö. Beim heutigen. Nö, Nein, ich habe eine. das war spontan überlegt, hat nicht mal eine Minute gedauert. Ich habe mir irgendwas vom Wäscheständer genommen, angezogen und los. Ich habe das angelassen, indem ich heute aufgewacht bin, weil das echt bequem ist. Jogginghose und Pullover. Richtig, und man muss dazu noch sagen, alle 2 Wochen zieht sie sich mal um. Sonst. Fick dich, ich blieb Sonst. heute daheim. Was Ja, denn ich gestern, weiß. vorgestern? Gestern. Ja, nee, also ich finde es. Im Winter kann man Sachen eh ein bisschen länger tragen als im Sommer. Meine Meinung. Deswegen mache ich es auch. Nein, Ist auch Spaß. richtig so. Nee, ist ja wirklich so. Nee, kommt wirklich drauf an, was ich gerade anhabe. Oh. Also wenn es. Beef Button, danke für deine Donation von ein Eiscreme. Oh, Und danke. schön, dass du rein zu Hause. Ich muss aber das noch sagen, nicht wundern wegen den Sounds, ja. Jedes Mal, wenn ich streame, stelle ich fest, scheiße, ich wollte was ändern. Die Sounds werden auch irgendwann eigenermaßen gut. Also gehe ich Welche zumindest fest von Sounds? aus. Welche Sounds? Na, wenn jemand donatet oder ähnliches bei D-Live. Ah, Da ja. kommt derzeit noch so ein komisches Froschgeräusch, was so Standard ist. Aber Wow. das wird noch alles angepasst. So, wie sieht's denn aus? Hier können wir gleich weitermachen. Ich muss mal kurz gucken. Ich habe doch hier meinen Mage. Da kann ich doch hier sicherlich kurz mal den Kampf hier gewinnen. Haha! Übrigens, wenn ich jetzt so spielen würde, wie hier gewisse andere Personen spielen, ich will jetzt niemanden erwähnen, dann müsste ich jetzt erstmal 3000 Pilze einkaufen. Diese Sounds sind mir recht egal. Ja, ich finde sie trotzdem so, weißt du, so. Das Thema ist, es wird nicht unterschieden bei mir, ja. Egal, was man macht, ob man irgendwas donatet, ob man ein Follow da lässt oder ähnliches, es kommt immer der gleiche Sound, ja. Und das wird auf jeden Fall noch angepasst. So.
Glaub dem Typen nichts, der verspricht einiges. Ich hab das auch. Es hieß damals, was bist du denn für eine? Bei D-Live kommen bei dir gar keine Sounds oder ähnliches. Ich hab das eingeführt. Zumindest so eigenermaßen erstmal, ja? Also ich hab's getan. Einigermaßen. Okay, knapp verloren. So. Ja, nee, aber da sieht man ja schon, dass sich was tut bei mir, ne? Also es sind keine leeren Versprechungen. Einigermaßen. Ja, und wie geht's dir denn so, Beef Button? What's up, man? So. Sorry, ich wollte niemanden verstören. Das tust du nicht. Oh. Ich mach erst so ein bisschen Festungskämpfe hier, wa? Ups, der war verkackt. 25 plus Ausdauer. Was schätzt du denn, ja? Wie viel Holz ich auf meinen höchsten Charakter habe? Auf dem höchsten, nicht auf dem Mage. Na, auf meinen, nee, generell. Ich meinte das, Was ist das Maximale, was was ist, ich. ja, richtig, das Maximum, was ich habe an Holz. Egal welcher Charakter. Du hast mir irgendwann mal gesagt, du hattest so irgendwie 8 Millionen und so. Ich glaube, jetzt mittlerweile 10 Millionen. Ich müsste gucken. Mache ich auch gleich mal. An deiner Stelle. So, gut, dann ist das schon mal erledigt. Wie kommt's, dass du mich fragst? 18.400.253. Wow, tust du da irgendwie etwas ausbauen oder so? Nee. Ich mache einfach nur täglich mehrmals die Festungskämpfe. Olli, ich habe gerade eine Halskette gefunden, ne? Zumindest zwei. Die eine, die gibt mir 100 Ausdauer, kostet Gold und Pilze. Die andere gibt mir 101 Ausdauer, kostet nur Gold. Okay. Beefbutton schreibt hier gerade, Frauen, macht dir nichts draus. Was für Frauen, Ich hallo? weiß gar nicht mehr, auf was das bezogen war, das ist gerade ein bisschen kritisch. Aber hey, Ja, danke. ich auch nicht, aber Mir geht's hallo? gut, danke. Bitte, schön, dass es dir gut geht. Also Wo kommst du jetzt wieder her? Wochenende geht es eigentlich meistens um allen gut, ne? So, wir waren noch bei einer Frage, die wir noch nicht beantwortet haben, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon be Ach ja, doch, Outfit hatten wir schon. So, was haben wir denn jetzt? Weiß jemand Bescheid, dass du jetzt gerade auf einem Date bist? Bin ich doch gar nicht. Doch, Und theoretisch schon. wenn, warum sollte. Doch, es weiß meistens immer eine Person Bescheid, und zwar die Person, mit der ich mich date. Sonst. Abgesehen von der. Das steht da nicht. Hier Olli! steht, weiß jemand Bescheid? Das steht jetzt nicht, ne? Ich habe eine Waffe gefunden, die leuchtet hier gerade voll komisch. Oh, mach es kaputt. Mach es kaputt, bevor es Eier legt. Ach du Scheiße, Olli! Stärke sind euch Die Waffe, die ist mega. wohlbekannt. Ich hab einen Bogen gefunden, der ist mega gut. Und ich muss kurz gucken. Ja, ich hol's mir. Scheiß auf das Gold. Nein, bitte hol's dir nicht. Zu Wir spät. sind gerade live. Kannst du kurz auf WhatsApp, ganz kurz? Trotzdem hol ich mir den Bogen. Streamst ja auch. Jetzt kommt die Frage, ob du auch streamst. Ich? Nein. Also ab und zu, wenn überhaupt, auf Instagram, aber das ist selten. So, WhatsApp hast du gesagt? Ja. Da habe ich keine Nachricht bis. Oh, da ist sie. So, da ist ein Video. Die ist nicht schlecht, oder? Das ist dein Mage, ne? Nicht dein Mage. Doch, Mage. Aber deine Intelligenz geht runter. Ja, Ah, ich dafür geht deine weiß, Ausdauer und aber dann Schaden und so. Ja, ich würde es nehmen. ich würde es auch nehmen. Dafür, dass es aber 5 dann Pilze kostet, lohnt es sich. So, weiter geht's. Man kann auf Insta streamen, ja, also man kann ja mittlerweile überall streamen, ob es auf Insta ist, ob es auf Snapchat ist, ob es auf WhatsApp soll auch bald die Funktion haben, dass man bei WhatsApp streamen kann. Wird sicherlich lustig. Bei Facebook kann man streamen, bei, ja. Discord mittlerweile auch. Discord kann man auch. Ich bin bei Discord gar nicht live, glaube ich. Ist auch egal. Bei Discord muss ich nicht live sein. Ey, die Waffe, die sieht ja übelst geil aus. Geh mal kurz auf mein Mage drauf.
Auf der Mage? Also, auf meinem Mage. Und schau dir das an, wie dieser Strahl aussieht, den der rausschickt. Das ist einfach so ein ganz kleiner blauer Fleck. Auf welchen Charakter hast du deinen Mage? International. Nee, Deutsch 38. Dann schau ich da gleich mal. Beef Button, spielst du auch Shakes and Fidget? Einfach mal so nebenbei mal gefragt. Das ist alles so ungerecht. Ich hab die Welt schon wieder vergessen. Welche war das? 38 Deutsch. 38. So, ich bin drauf. Die Sense sieht geil aus. Jetzt klick auf mein Profil. Und schau dir diesen Strahl da an von der Waffe. Das sieht irgendwie voll lustig aus, weil es so ganz klein ist. Ja, als ob das nichts ausmacht, ne? Mhm. Soll ich dich mal angreifen? Mach mal. Obwohl, das macht... geht. Nein, das kann ich nicht tun, das bringt nichts. Du bist gerade mal Level 52, ich 77. Egal, ich will sehen, wie stark ich bin. Mich interessiert es einfach. Ich würde eh hart verkacken, weil meine Ausdauer richtig weit unten ist, aber egal. Ich kann in 3 Minuten angreifen. Ah, oh, okay. Aber ich muss jetzt mal kurz was gucken. Ich bin ja auch Mage, ne? Mage gegen Mage. Wird spannend. Wie viel Ausdauer hast du? Ausdauer 1716, Lebensenergie 334.026. Übelster Unterschied zu Vergleich zu mir, weil ich habe gerade mal Ausdauer. Ich sehe es gerade. Sehr, sehr low. Ey, aber dafür ist das Gold-Event voll gut. Für Ausdauer? Achso, du meinst, um deine Skills hochzupacken? Ja. Ja, manchmal, ne? Ich bin heute früh aufgestanden. Ich musste schon früh arbeiten. Zählt die Ausrede? Nein. Ich dachte, du hast ein Energy getrunken und bist jetzt wacher. Nein, Leute, ich habe ja eben gerade den erst aufgemacht, ne? Oh, jetzt haben wir es doch verraten. So. So, ich habe meinen Bogen. Das heißt, hier aber du wirst locker gewinnen, weil ich allein Schaden viel, viel weniger mache als du und Lebensenergie viel, viel weniger habe als du. Hast du auf dein... Du hast doch sicherlich auch ein Dings, ne? Einen Kundschafter? Nein. Achso. Hätte sein können. Habe Kampfmagier, glaube ich, 2 Stück davon. Ich habe 2 Magier. Weißt du, ich habe eigentlich wie viel Uhr? 2 oder 3 Berserker. Warte, das will ich jetzt nachschauen. Ich habe 1 Krieger. Ich habe 2 Kampfmagier. Ich habe 3 Magier. Normale. Und ich habe 2 Berserker. Und 2 Accounts gönnen meiner Schwester. Und einer davon ist Berserker, der andere ist Magier. Was willst du? Das heißt, theoretisch gesehen habe ich 1 Berserker, 2 Magier, 2 Kampfmagier, 1 Krieger. Jetzt kommt Olli. Was war der Anfang nochmal? Nö, ich bin hier. Also ich finde, da hast du ja auf jeden Fall noch sehr viel Möglichkeiten, dir andere Accounts zu erstellen. Was willst du? Richtig toll und so. Ah, was nehmen wir denn? Ist scheißegal, ich gehe jetzt wirklich nur auf Geld. Ja, mache ich auch. Ich habe einige interessante Aufträge für dich. Ich glaube, ist auch gescheit bei einem fucking Geld-Event. So ein Gold-Event. Ja, aber dann siehst du teilweise so einen Vergleich, du bekommst ganz wenig Geld, ja. Dafür aber ganz viel XP. Na, dann bist du am Überlegen, scheiße, nehme ich jetzt das Geld und nehme ich die XP. Ich würde trotzdem Geld nehmen. So, wie sieht's denn jetzt aus? Wieso habe ich hier nur 21 Pilze? Ich wollte dich noch angreifen, wa? Ja. Das geht mittlerweile. Oho. So. Du okay, wirst es eh gewinnen, 100 pro. Ja, okay, das ist klar. Aber ist die Frage, wie lange der Kampf geht. So, ich greife dich jetzt an. Ein Schlag und du hast schon fast alles verloren. 2 Schläge und bist down. Wow.
Aber wie schnell das ging. Also wie schnell wir einfach hin und her gemacht haben. Zumindest ich habe einmal und zweimal. Hast du es gesehen schon, ja? Ja. Ich glaube, ich müsste mir aber auch erstmal die Tränke holen. Weil du hast ja auch Tränke bei dir drin. Ja, ich habe irgendwie alles. Also ich gucke immer, weißt du alles, was ich so bekomme, das nutze ich. Ich habe gar keine Tränke. Ah, oh, Stärke 25%. Ah, ich habe ein Ei bekommen. Eine Aufgabe. Ah, das ist immer so. Ich habe hier eh schon 56.000 Gold. Ich gehe erstmal hier rauf. So, mal gucken, was das Schöne ist. Hier, mein Wasser-Pokémon, mein nächstes. Das wird ein Okodil. Könnte auch ein Krokodil sein, aber nein, das heißt Okodil. Ah, jetzt weiß ich wieder, wo ich meine 15 Pilze ausgegeben habe. Ich habe mir ja dieses eine Ding da gekauft. Ach, du hast ja einfach so das eine Ding gekauft, ja? Ja. Da hat sich einfach das eine Ding geholt. Wir machen mal die nächste Frage. Die nächste Frage lautet: Welchen Smiley benutzt ihr am häufigsten? Es gibt unterschiedliche. Es gibt den einen komischen, der seine Augen so komisch nach oben macht, ja. So hier so. Diese Angepiste? Na, entweder das oder so der Ich war's nicht Smiley. Der Ich war's nicht Smiley. Oder ich nutze auch ganz oft die Herzaugen und den Kuss-Smiley, also nicht den direkten Kuss-Smiley, sondern der mit dem Herz-Dings-Kuss, ne? Dieses, wo ein Auge Zwinker, also so halb Zwinker, halb Kuss, halb Herz-Smiley. Also Drittel, 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 nicht halb, halb. Das wäre zu hoch. Was ist denn dein Lieblings-Smiley? Dieser Lach-Smiley, der da diese zwei Tränchen da hat. Ach der, okay. Den nutze ich zum Beispiel so gut wie nie. Und Herz. Ja. Das sind zumindest meine Standard, die ich sehr oft benutze. Und wegen einer Person momentan auch das lilane Herz. Aber sonst habe ich nicht wirklich einen. So. Oh, es gibt einen Schlüssel. Oh. Bin ich wieder Level up? Ich bin Level 40, sehe ich jetzt erst. So, was wollte ich tun? Ich wollte die nächste Frage. Hattest du schon einmal einen Soundtrack als Klingelton? Mm-mm. Ich glaube, das hat wirklich immer nur die ganz normalen standardgemäßen vom iPhone drauf, ja. Film. Gefällt dir dein Vorname? Ja. Ich bin auch gerade so am Überlegen, wenn ich nicht den Namen hätte, den ich habe, welcher Name noch so zu mir passen würde. Mir fällt kein Name ein gerade. Ja, das denke ich mir auch immer, wenn ich so überlege, wenn ich nicht meinen Namen hätte. Was würde sonst zu mir passen? Weil ich habe eine perfekte Kombi gefunden. Das sieht lustig aus. Ach ja, ich muss auf jeden Fall noch was machen. Oh, ich wurde hier Spieler angegriffen, so wie es aussieht. Nee, ist noch in Ausbildung. Okay, alles gut. Ich wollte schon sagen. Aber ich kann hier ein bisschen kämpfen. Ah, weißt du, welchen Smiley du auch oft verwendest? Zumindest bei mir. Diesen Überlege-Smiley. Mit den Augen so nach oben, oder? Also mit dieser Hand unter dem Mund. Dieses Da muss ich gleich mal kurz gucken. Mann, oh, es kommt erstmal wieder. Ich töte hier gerade beabsichtigt Soldaten. Oh. Ich bin zu schlecht.
Ich bekomme hier die ganze Zeit. Ich kann keinen Festungskampf gewinnen gerade. Das ging bei mir, deswegen habe ich auch so wenig Holz. Mann. Ah, jetzt hier geht's wieder. So. Hast du denn deine Soldaten gut ausgebaut? Ich ja. Ja, okay, jetzt bringst du gerade gar nichts. Ich glaube, der letzte wird es auch nichts. Doch, der letzte wird nochmal. Weil wenn du alles im roten Bereich hast, einfach einen Soldat einfach opfern. Mit der Hoffnung, dass du danach wieder Grünes hast. So. Schön dich zu sehen. Ich habe dich schon erwartet. Ja, und das andere Problem, was ich jetzt derzeit auch wieder habe, glaube ich, ist, dass wieder kaum Benachrichtigungen rausgehen, zumindest nicht an alle. Da ich wieder zu lange nicht live war. Nee, echt? Ah, Level 85. Ja. Ab wann gibt's denn wieder irgendwas Besonderes? Ab Level 99, glaube ich, ne? Da kann man, glaube ich, die komischen Gildenkämpfe-Dinger da machen. Ich will nur das Beste. Ich will nur das Beste, so wie du es sagst, willst du wahrscheinlich nicht mal annehmen, das Beste. Hallo. Und nehmen wir das. Ich nutze hier gerade meine Treibsanduhren erstmal. Wow. Könnte ich auch machen, ich habe 6 Stück davon bei einem Account. Und keine Angst, es ist gleich nicht vorbei, wenn ich alles genutzt habe. Ich habe noch Pilze. Und ich habe nicht gerade wenig Pilze. Da sind wir schon zu zweit. Deswegen hat sich auch der liebe Olli für mich entschieden, dass ich mit ihm streame. Weil du auch so viele Pilze hast? Ja. Okay, ich glaube, die Pilze hat jeder bekommen von uns. Nee, echt? Ich habe so das Gefühl. Eigentlich müsste man einfach nur ein Jahr inaktiv bleiben und sich dann wieder einloggen im Spiel und dann haben wir wahrscheinlich so viele Entschädigungspilze bekommen, obwohl wir gar nicht gespielt haben. Nee, ich glaube, du musst dich schon dann einloggen in die Accounts. Obwohl, nein, bei den anderen zwei ging es ja überhaupt nicht, dass wir uns einloggen, trotzdem haben wir Entschädigungen bekommen. Ja, ich glaube, die haben einfach nur geschaut, wer war in den letzten 2 Tagen online oder so. Und die Leute, die aktiv waren, haben es bekommen. Ich glaube, die inaktiven Accounts haben es gar nicht bekommen. Frag einfach Steffen. Ich weiß, dass Steffen da nicht aktiv war in den 2 Tagen. Doch, Steffen hat es bekommen. Ja, dann haben sie es jedem gegeben. Ich stelle mir das so vor, die haben da einfach irgendwie alles Server angeklickt, denen das jeden einzelnen gegeben und dann einfach hingeschrieben, ja, die bestimmten Server, die nicht geklappt haben, haben jetzt Pilze bekommen. Weil die einfach keine Lust hatten, die Server rauszusuchen. Falls Shakespeare jetzt zuschaut, ich hab euch entdeckt. Nicht FBI zu mir schicken oder so, das bringt nichts. Shakespeare, in welchem Land sitzen die? Weiß ich gar nicht. Weiß auch nicht. Ich will's auch nicht wissen. So, es geht weiter. Kann nichts machen. Ich muss jetzt Minimum 30 Sekunden warten. Und dann 3 Minuten. Nee, gar nicht wahr, 1 Minute. Und dann 2 Minuten. Und dann den Rest muss ich schauen, weil es ist gerade viel zu viel Mathe für mich.
So, Level 54 mit dem Account. So, hier habe ich jetzt keine Abenteuerlust mehr. Was? Ja, ich hatte auch bei meinem Kampf mal so lange. Auch keine. Was willst du? Hier ist noch ein Schlüssel, aber warte mal. Ich mache hier so, Tür ist auf. Was war das nochmal? Das war ein Kampfmagier. Verkackt. Okay. Bin ich doch ein bisschen zu schwach für. Hallo. Boah, meine Augen tun weh. Ich glaube, ich sollte meine Brille mal wieder anziehen. Weißt du, was bei meiner Brille passiert ist? Das siehst du mir sicherlich gleich. Ja, die Gläser, die sind rausgefallen. Wie hast du das geschafft? Ich weiß es nicht. Die sind noch nie runtergefallen oder so. Ich habe die wirklich gepflegt. Und keine Ahnung. Irgendwann mal, ich halte sie so und ich sehe schon, das Glas ist so locker. Ich habe mir so gedacht, hä, what the fuck? Hab nur so ein bisschen unten in der Ecke gedrückt und das eine Glas ist rausgefallen. Das rechte. Und seitdem fällt es dann da, also es fällt nicht dann da und raus, nur wenn ich es in diese eine Ecke rausdrücke. Okay. Aber sonst bleibt es drin. Aber ich brauche so oder so eine neue Brille, weil ich gemerkt habe, dass die eine Brille mir wirklich nichts mehr bringt. Also wenn ich die Brille aufhabe, ist es so, also ich sehe so, wie ich davor ohne Brille gesehen habe. Sag mal so, meine Augen haben sich irgendwie verschlechtert jetzt. Das heißt, ich sitze auf dem Sofa. Und wenn ich den Fernseher jetzt anmache oder so, oder gerade die Programme durchgehe, ich kann nicht erkennen, was da vorne steht für ein Programm. Ich sehe zwar die Zahl und meistens weiß ich, welcher Programm welche Zahl ist, aber ich kann nicht lesen, was momentan läuft oder so. Das ist auch ein Grund, warum ich seit 2 Monaten zum scheiß Optiker will, aber es nie klappt so richtig. Wir machen bald in Karlsruhe auf. Ich weiß. In Frankfurt habt ihr schon offen, seit 5. August, glaube ich. In Frankfurt haben wir sogar schon 2 Stores offen. Echt? Hm. Also das eine ist bei Sulzbach. Ist okay. Ja, so mein Taunuszentrum ist ja direkt in der Nähe von Frankfurt. Und das andere ist in Maisheil in Frankfurt. Okay. Hallo. Ja, wir werden langsam groß. Ah, sollte ich mal was tun. So, das ist ein Assassin. So. Das heißt Geschick und Ausdauer. Müsste ich mal gucken. Ach, weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Obwohl, das hat 14 mehr Geschick, aber dafür hat es wieder alles andere weniger. Also weg damit. Und weg damit. Stärke sind euch wohl bekannt. Ich muss dir etwas zeigen. Bald ist der Bogen überspannt. Bald ist der Bogen überspannt. Ey, kein Wunder, dass du auch so dass du stärker bist als ich. Du hast auch 25% Intelligenz. Hallöchen. Ja, ich habe eine Menge Intelligenz, ich bin doch ein sehr schlauer. 25% Ausdauer, ja. Und dann nochmal 25% IQ oder was? Was? Hallo, wie geht's dir? Hi. Hi, Franzi. Alles gut bei dir? Ja, und bei dir? Oh ja, jetzt wo du da bist. Oh, obwohl vorher eigentlich auch schon. Aber wir haben uns trotzdem sehr lange nicht gehört. Ja, gut eine Woche. Meine Wangen sind die besten. Ah, gibt's dann schon 2 Wochen, keine Ahnung. Können auch schon 2 Wochen sein, tatsächlich.
tue hier einfach mal beide ein bisschen füttern. Meine ganzen Frischeleins. Also wärst du heute Nachmittag hier gewesen, hättest du Franzi auch gesehen. Ich habe eine Stunde auf dich gewartet. Ich habe auf Vicky gewartet, dass sie rüberkommt. Ich habe noch mehrmals dann angeschrieben gehabt. Ich so, ja, wie sieht's jetzt aus? Und die so, ja, sorry, aber ich habe den Server noch nicht erstellt. Und ich so, hä, wow, was fragst du dann nach Hilfe? Und die so, ja, ja, ich komme gleich rüber. Die war bis jetzt noch nicht drauf. Okay. Wer ist nochmal Spider-Huhn? Nettie. Auch schon jetzt ziemlich lange inaktiv. Ja. Gut, das bringt nichts mehr. Für was hat sie sich ein Schwein geholt? Reisedauer minus 10%. Wow. Ja, sie dachte wahrscheinlich was am Anfang irgendwas Kleines nehmen. Du, ich habe keine Treibsanduhren mehr. Oh. Aber jetzt heißt es warten. Aber ich kann hier schon mal Pilze. So. Taverne. Es geht endlich wieder berg. 5 Pilze und weiter. Ah, hier ist gleich eine Scherbe. Nehmen wir doch gleich mal. Franzi? Ja. Wann spielen Sie mal wieder Shakes and Fidget? Ja, mal. Es ist euch eine Ehre, für mich arbeiten zu dürfen. Ich nehme das mal. Lasst uns reden. So. Diese Stille auf einmal. Ach, mal die gewissen Wartezeiten, ne? Yep. Eben ein Grund, warum ich und Olli uns viel Account erstellt haben, aber nach einer Zeit sind die Zeiten alle gleich. Komm, unangenehme Fragen. Franzi ist jetzt auch da. Ja, ich bin gleich wieder weg. Wenn das zumindest unangenehme Fragen wären, das sind doch nicht mehr richtige. Das sind richtig normale Fragen, von wegen, ja. Ja. Wann hast du das letzte Mal an den Weihnachtsmann geglaubt? Zum Beispiel. Soll ich mal gescheite und unangenehme Fragen aussuchen? Ich muss nur kurz auf Instagram reingehen. So, was wäre dann die nächste Frage? Die nächste Frage wäre... Die letzte war, gefällt dir dein Vorname? Also Franzi gefällt auf jeden Fall ihr Vorname. So. Wer geht öfter fremd, Männer oder Frauen? Das ist ja als Frage hinter.
theoretisch könnte ich als Klischee sagen Männer, aber mittlerweile hat sich das so geändert, dass Frauen auch sehr oft fremdgehen. Sehe ich genauso. Ähnelst du eher deiner Mutter oder deinem Vater? Ist mir am Überlegen. Mein Vater auf jeden Fall. Obwohl, ich weiß es gar nicht. Also ich habe irgendwie von beiden so halb-halb. Aber vom Gesicht, also vom Körper oder allgemein vom Gesicht her meiner Mutter. Aber vom Charakter her, ja, unterschiedlich. Mal so, mal so. Da werde ich einfach Nadu-Trampel genannt. Was ist das denn hier für eine blöde Kuh? So, nächste Frage. Mit wie vielen Jahren hast du das erste Mal Alkohol getrunken? Das weiß ich heute nicht mehr. Vielleicht war ich da 12, 13 oder so, wo ich das erste Mal Silvester angestoßen habe beim Glas Sekt oder so. Seid mir alle nicht böse, aber ich glaube, das erste Mal war mit 7. Aha. Und bei meiner Schwester war es mit 3. Und die wurde wirklich besoffen. Das war wirklich traurig. Wir waren in Bosnien und sie hat Geburtstag gefeiert. Zumindest, wir haben ihren Geburtstag gefeiert. Mit 3 hast du gesagt? Mit 3, ja. Wenn das Jugendamt oder was ich mal mitbekommen hätte, das hätte ganz böse enden können. Meine Eltern wussten gar nichts davon. Meine Eltern, die waren einkaufen. Und die haben eben meiner Oma uns überlassen und so. Und dann kamen die Nachbarn vorbei und die Nachbarn sind solche richtigen Saufer, sagen wir es mal so. Und kennst du diese ganz kleinen Likörgläser? Mhm. Meine Schwester hat zwischen fünf und acht von denen geäxt mit Alkohol, mit verschiedenem Alkohol. Die war danach wirklich weg. Mit 3? Mit 3. Das könnte eigentlich schon der Tod bedeuten, ne? Ich weiß. Wir sind echt erstaunt, dass sie immer noch, zumindest, dass sie das überlebt hatte, weil wir sind sofort ins Krankenhaus gegangen. Und ist dann dort 2-3 Tage geblieben, zur Kontrolle. Ich saß nur daneben und habe mit ihren Geburtstagsspielzeugen gespielt. Ich habe mich gar nicht drauf fokussiert. Ich so, ist mir scheißegal, ich spiele jetzt mit den ganzen Spielsachen. Wie viel Stunden Schlaf brauchst du, um ausgeschlafen zu sein? Ja, bei mir ist es mittlerweile so, ich bin nie ausgeschlafen, egal wie viel Stunden Schlaf ich habe. Oh, das ist immer depressiv. Nein. Ich brauche 4. Auf der Suche nach einer Aufgabe. Ja, also wie gesagt, ich bin durchgehend müde. Ich in letzter Zeit auch, seitdem Schule wieder angefangen hat. Aber normalerweise, wie gesagt, 4 Stunden Schlaf. Schön wär's, wenn es 7 plus sind. Aber ab und zu eben nicht. Und Franzi hat sich komplett gemutet. Mhm. Sie hat gerade Counter-Strike gestartet, aha. Warum ist sie denn hier drin? Soll sie doch einfach spielen gehen? Sie will immer noch für uns erreichbar sein, das ist doch süß, oder? Ja, trotzdem, sie hat sich ja komplett gemutet. Ja, und sie ist trotzdem noch da, man kann sie jederzeit anstupsen. Frage. Die nächste Frage lautet: Hast du schon einmal ein Geschenk weiter verschenkt? Ja. Ich weiß es gar nicht. Ich bekomme ja nie was geschenkt, was ich weiter schenken könnte. Niemand von uns allen ist doch geschenkt genug. Oh, das hast du gut gesagt, ja. 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 Es kommen auch nur gescheite Sätze von mir. Was erwartest du halt, ne? Na, eigentlich, dass es nicht so ist. So. Art. Nächste Frage. Was fühlt ein Schmetterling im Bauch, wenn er verliebt ist? Was ist das für eine Frage? Kleine Babys? Was ist das für eine Frage? Ich weiß es nicht. Was ist das für eine unangenehme Frage? Ich glaube, das sind keine unangenehmen Fragen, das sind einfach nur ganz normale Fragen. Ich suche mir jetzt unangenehme Fragen raus. Bist du schon einmal im Kino eingeschlafen? Nee, bin ich nicht. Nein. Es gab ja schon mal Situationen, wo ich sehr müde war, aber eingeschlafen bin ich nicht. Du hast vor 123 lustige, persönliche, intime und verrückte Fragen zum Kennenlernen. Ja, also meine Fragen sind alle total harmlos.
Okay, ich habe da ein paar Fragen. Also, das ist so komisch, die vorzulesen. So, warte, scheiße, bin rausgegangen. Ah, hier sind die intimen und unangenehmen Fragen. Die sind ganz unten. Das musst du erstmal wissen, die sind ganz unten hingepackt. Wow. Aber du hast auch Fragen gefunden, oder? Ja, aber ich glaube, die sind zu. Also, ich glaube, ich dürfte sie jetzt nicht beantworten. Glaube ich zumindest. Soll ich mal die vorlesen, die ich hier habe? Ja, mach mal. Warte mal, intime und unangenehme Fragen an Frauen. Okay, jetzt kommt erstmal die Kategorie. War dir schon einmal etwas so peinlich, dass du ganz rot im Gesicht wie eine Tomate. Was ist das, hey? Das ist so eine Frage, das ist eine ganz normale Frage. Nein, also zumindest ist mir das die... nie aufgefallen, wenn man es nicht sagt. Egal welche Frage, hier kommt wirklich sowas. Das war die eine Frage, denn wenn du für einen Tag ein Mann wärst, was würdest du alles tun? Bist du kitzlig? Wenn ja, an welche Stellen? Hast du schon einmal ein Porno gesehen? Hattest du schon mal einen Zoomkurs mit einer anderen Frau? Eine neue Studie hat herausgefunden, dass nahezu alle Frauen bisexuell sind. Was sagst du dazu? Also das ist total harmlose Fragen. Hier, schläfst du gerne nackt? Wann hast du das letzte Mal geweint? Weißt du, ich meine, das sind so, weiß ich nicht, ich finde da nicht mal annähernd irgendwas unangenehm. Ich habe voll die unangenehmen Fragen hier gefunden. Also nicht wirklich voll, aber es geht. Also, ich lese das einfach vor. Für Jungs, gab es schon mal irgendeine peinliche Erlebnis in Bezug auf eine sichtbare Erektion? Mhm. Befriedigst du dich? Okay, nein. Hast du schon mal so dringend kacken müssen, dass du da schreien dazu, what the fuck? Okay, nee. Das sind auch so Fragen, was ich denke, what the fuck? Was gibt's denn hier noch? Wahrheit oder Pflicht, 100 provokante Fragen und Aufgaben? Nein. Hier Fragen über Beziehung. Glaubst du an ewige Liebe ein ganzes Leben lang? Bei mir glaube ich eher nicht dran. Aber ich habe schon, man hat schon einige Geschichten gehört, und die sind mit 16 zusammengekommen und mit 80, 90 gestorben. Hm. Fast zur gleichen Zeit. Also ja, es gibt sowas auf jeden Fall. Möchtest du irgendwann heiraten? Keine Ahnung, steht offen. Also ich weiß gar nicht, heiraten braucht man eigentlich, wenn man eine Ewigkeit mit einer Person zusammen ist, also direkt heiraten bringt eigentlich nur dann was, wenn du irgendwie, klingt vielleicht ein bisschen doof, ne, wenn du Vorteile haben willst, wenn du dir ein Haus kaufst oder weiß ich was. Weil man bekommt ja hauptsächlich nur, wenn man verheiratet ist, gewisse hohe Kredite. Gibt es echte Freundschaft zwischen Mann und Frau? Gibt es. Ja. Glaubst du an Seelenverwandtschaft? Ja. Finde ich auch. Würdest du mit einem Mann zusammenkommen, der 10 Jahre älter ist als du? Na. Also ich nicht. Hier steht Fragen, wieso ist das jetzt hier auf Mann bezogen? Hätte das hier doch die theoretische Frau stehen müssen? Stell dir einfach vor, Schrägstrich Frau. 10 Jahre älter ist da wirklich schon. Okay, Franzilein, schön, dass du da warst. Tschüssi, gute Nacht. Bis dann. Bis morgen. Bis heute. Bis später. Tschüss. Oh, sie hat versprochen, dass sie heute Abend online kommt. Das ist doch schön. Also würde ich mit einer Frau 10 Jahre älter, sagen wir es mal so. Das ist meistens immer genau entgegengesetzt normalerweise, ne? Was man eher vorstellen kann. Also Frauen würden teilweise eher was mit einer älteren Person anfangen und Männer normalerweise mit richtig. Aber das hängt auch mit der Reife tatsächlich zusammen, obwohl die ab einem gewissen Alter gleich ist, kann man sagen. Aber wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin jetzt 31, 10 Jahre älter ist aber gleich 41. Nimm dir als Beispiel Andi und Lara. Ja, da funktioniert es auch ganz, also richtig, das ist aber auch wieder so, ne? So wie es halt so traditionell ist, ne? Frau jünger, Mann älter. Ja, dann ist für dich eben die Frage, kannst du dir jemanden vorstellen mit 10 Jahren jünger? Keine Ahnung. Okay, 10 Jahre jünger, das ist jetzt kein Problem, ne? Das wäre dann 21.
Und 10 Jahre älter? Ha, ha, 10 Jahre älter eher nicht. Aber 10 Jahre jünger, also wenn das wirklich was Ernstes ist, dann ist das immer noch solche Sachen, wo man drüber nachdenken kann. Aber sonst, selbst auch sonst würde ich nicht gleich, ich würde eher schon versuchen, so leicht unter meinem Alter, so in die Richtung, weißt du, was ich meine? Obwohl, eine Freundin, ich hatte schon mal, okay, die war ja 1 Jahr älter, das ist auch jetzt nicht die Welt. Ja, muss man halt wirklich schauen. Wie sieht es bei dir aus? 10 Jahre jünger, also jetzt in dem Falle nicht. Ja, okay, das ist ja das Thema, ne? Das wäre gleich, die Person wäre recht jung. 3 Jahre und so. Aber ich glaube jünger nicht. Älter. Ja, wie du meintest auch, kommt drauf an mit dem. Müsste man schon schauen. Ja, guck mal, jetzt wär's noch ein bisschen dumm. Ne? Jetzt wär's aber wenn du dich jetzt selbst 10 Jahre älter rechnest, ja, und dann überlegst, dann wär's wieder ein ganz anderes Thema. Dann wär's anders, ja. So, kannst du dir eine Fernbeziehung vorstellen? Ja, okay. Ja, jeder, der jung ist und die ersten Erfahrungen mit der Liebe hat, führt, da es das Internet gibt, irgendwie mal eine Fernbeziehung. Und stellt später raus, will ich nie wieder. Dann dauert es nicht lange, dann hat man nochmal eine Fernbeziehung. Und irgendwann... und irgendwann nee, ich beschreib mich auch teilweise. Und irgendwann checkt man das dann, dass es nichts bringt. Und dann denkt man realistisch und hat eine Funktion im Internet kennengelernt. Die nennt sich nach Umgebung suchen. was sehr viel erleichtert. Also sprichst du gerade von Tinder oder wie? Nicht direkt Tinder. Also über Tinder und Lovoo und so weiter sind solche Plattformen, da war ich zwar auch schon mal angemeldet, ja. Aber das sind Plattformen, da findest du entweder nur Fakes oder nichts Richtiges, weißt du, ich meine? Diese typischen Leute, die nur das eine wollen. Das geht in die Richtung. Also ja, okay, bei Frauen ist es immer noch so ein Thema, da. Da muss überhaupt erstmal eine finden, die da vernünftig ist und halt kein Fake ist. Das ist da wirklich schon sehr schwierig. Ja. Aber ansonsten, es gibt auch wirklich Plattformen, da kann man auch wirklich Leute kennenlernen und wo auch die Leute normal drauf sind. Aber ich glaube, da ist... TeamSpeak zum Beispiel. Tinder ist wirklich schon so die Plattform, wo man weiß, okay... Da bringt es nicht viel. Da weiß ich nicht. Das, guck mal, Tinder ist doch schon so, dass da geht es ja wirklich hauptsächlich nur, du suchst was, ja, zum Spaß haben. Dafür ist Tinder bekannt geworden. Und deswegen registrieren sich da, glaube ich, auch sehr viele Leute nur, die auch wirklich darauf nicht hinaus nur sind. Tinder, Knuffel genauso, Lovoo oder wie das auch immer heißt auch. Also diese typischen Dating-Plattformen, die es mal so gab, die sind alle zu diesen typischen One-Night-Stands-Plattformen geworden. Was denn? Okay, nächste Frage, komm. Achso, soll ich weitermachen? Ja. Ich glaube, harmlosere Fragen sind eh ein bisschen sinnvoller, als was ich jetzt frage. So. Mit wie vielen Jahren warst du das erste Mal verknallt? Das ist ja auch eine total harmlose Frage. Da war ich, glaube ich, 1 Jahr alt. Ich weiß es noch. Ich konnte schon krabbeln. Sie nicht. Auch da habe ich schon drauf geachtet, dass diese Person jünger ist. Und hey, sie war dann gerade mal 2 Monate alt. Richtig, und ich war schon 1 Jahr alt. Okay, 8 Monate Unterschied, aber hey. 10 Monate, ich kann nicht rechnen. aber es war lieber auf den ersten Blick. Wahrscheinlich, weil du davor nichts anderes gesehen hast. Richtig. Doch, deine Mutter. Und dein Vater wahrscheinlich. Aber sonst kein einziges Mädchen, weil kein einziges Mädchen in deiner Umgebung sein wollte. Außer diese eine. Und das war so perfekt. Und du hast sofort gedacht, das ist die eine. Ich glaube, das ist noch das Alter, wo man gar nicht weiß, ist die Person männlich oder weiblich. Weil als Baby sieht man eh immer fast gleich aus. Ja. Du kannst irgendein Mädchen komplett in Blau
anziehen, ja. Wenn es noch total klein ist und du kannst es nicht unterscheiden, ist es männlich oder weiblich. Da denkt man eher, dass es männlich ist, wenn man es so gekleidet hat. Wurde sehr oft dunkel gekleidet. Wirklich sehr oft. Aber trotzdem haben alle gedacht, ich bin ein Mädchen, weil ich voll das knuffige Gesicht hatte irgendwie. Wo man sofort wusste, okay, das ist ein Mädchen, kein Junge. Ach ja. Ist schon mal aufgefallen, dass ich eigentlich gar keine Zuschauer haben? Echt? Was für ein Zufall? Habe ich dir nicht gesagt? Ja, ich glaube, von Samstag zu Sonntag werden ein paar mehr Leute. Aber. Aber ich wollte mal wieder die normale Zeit nutzen, wo ich früher gestreamt habe, weißt du? Und das wollte ich nicht wieder mit Shakes and Fidget vollknallen, wo wir eh kaum Zuschauer haben. Deswegen wollte ich eigentlich morgen Abend mehr so Richtung ETS und so weiter gehen. Mhm. Mal gucken. Wie spät haben wir es jetzt? Jetzt haben wir es 1.09 Uhr. Ich schätze mal so, bis 1:30, 2 machen wir. Also eher bis um 2. Und das war's dann. Aber ich habe schon mitbekommen, dass sich auch Leute den Stream auch mal im Nachhinein noch anschauen. Vielleicht ist es auch einfach nur die falsche Uhrzeit. Das kann natürlich auch sein. Das habe ich gar nicht gedacht. Die Zeit läuft. Ach, Gildenangriffe könnte man theoretisch mal planen. Für alle Accounts. Fangen wir mal hier an. Planen oder einfach machen? Na, sonst welche raussuchen. Hier Falschparker zum Beispiel. Falschparker ist nur ein Mitglied, Level 61. Ich bin Level 54. Wenn du noch dazu kommst, wir könnten das packen. Wir probieren es einfach mal, würde ich sagen, oder? Könnte schief gehen. Egal. So. Hier leuchtet irgendwie das Pluszeichen. Oh, 60 Pilze für 4,99. Aus. Aha, aha. Jan ist ja schon sehr interessant. Was? Nix, nix, nix. Olli, nein, aus. Nein, mach ich nicht. Ah, ich bin mir da nicht so sicher bei dir. Ah, ich kann hier wieder voll loslegen, obwohl das ist jetzt ein einziger Kampf. So. Ich kann wieder offiziell eine Dungeon machen. Los, greif ihn an und töte ihn. Und wir haben gewonnen. Ah, ich habe null Chancen. Ist hier ein Assassin. Ich habe gerade einen Tavernenauftrag verloren. Das Spiel ist verbuggt bei dir oder geht's noch? Geht noch, ohne Probleme. Da hatte ich schon einmal so ein kleines Problem. Ja, ich weiß. Weil das Spiel rechnet nicht damit, dass man sowas verlieren kann, aber dann doch verlierst. Naja, sowas war so, ich bin sehr schnell durchgegangen. Ich habe die ganze Zeit Taverne, Auftrag überspringen, Taverne, Auftrag überspringen, Auftrag überspringen, Auftrag überspringen. Vielleicht hat Shakes and Fidget das erstmal nicht verkraftet. So, hier haben wir jetzt jemanden angegriffen. Wem können wir denn hier angreifen?
Level 116, da bringt nicht viel. Bringt auch nicht viel. ...29 Mitglieder, der höchste ist 60 und dann... Ah, bringt nichts. 29 Mitglieder schaffen wir nicht. Ein Spieler, Level 90, da können wir es probieren. Da muss bloß noch... Leonie mitmachen, oder? Und im Moment, du Buffer da. Ja, dann geht der erst morgen los. Also alles Heid der Welt und so. So, auf dem Account habe ich gar keine Abenteuerlust mehr. Ah, ich wette mal, du hast noch ganz viele Pilze. Auf dem Account habe ich noch 44. Ich hatte davor 54. Und auf einem anderen Account habe ich mittlerweile noch 76. Such die. Gar nicht wahr. Das ist dieser Account, bei dem habe ich noch gar nicht Pilze ausgegeben, glaube ich sogar. Nur eben jetzt das erste Mal für Tavernenauftrag. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe schon mal Tavernenauftrag auch gemacht. Ja, nee, Drachengreif habe ich auf dem nicht. Also bei dem Krieger, den ich neu gemacht habe. Das ist total fies, aber den gewinnen wir zumindest. Ich mache schon wieder solche total bösen Güllenkämpfe hier. Wo die Leute eigentlich gar keine Chance haben. Level 96, ein Mitglied, den schaffen wir. Ich soll anscheinend ein Suchti sein. Genau, sagt der Richtige. Hier nennt sich jemand Ehrenloser. Den machen wir platt. Den nehmen wir die Ehre weg. Aber so. Warte, der hat ja gar keine. Ha! Du kannst theoretisch jetzt überall einen Kampf annehmen. Was laberst du für eine Scheiße? Kann ich gar nicht. Ich hab doch alle angenommen. Ja, da hast du es aber gerade eben das gemacht. Nein, hab ich nicht. Na, anders geht's ja gar nicht, ne? Weil... Autoklick und so. Noch nie davon gehört? Nee. Ich hab um 1.16 Uhr erst den Gillendings angenommen. 1.16 Uhr, das heißt, es geht um 10 Stunden später los, ja? Keine Ahnung. Muss man sich merken. 10 Stunden später geht's immer los. Das heißt, man hat immer 10 Stunden Zeit, sich zu verteidigen. Und wenn man clever ist, wir können richtig Glück haben. Auf den deutschen Servern zumindest, ja. Weil die ganzen Gilden. Guck mal, die ganzen Leute gehen doch innerhalb der Woche zum Beispiel, ne? Gehen die ja so vielleicht um 11 ins Bett, ne? Und. Wenn dann 10 Stunden später der Kampf losgeht, da pennen die dann noch. Obwohl, zumindest am Wochenende. Guck mal, wenn wir jetzt einen Kampf machen, die sind jetzt vielleicht gerade auf Party, ja, können kein Shakes and Fidget spielen. Und wenn die morgen früh wenn sie morgen früh wach wären, oder heute früh, dann ist es. Wir wissen, dass es irgendwelche alte Leute sind, so wie du, die 30 sind. Wisst ihr jetzt, hallo? Die jetzt, oder vielleicht sogar Mitte 30 sind, die auch keine Hobbys haben, sich eben Shakes and Fidget runterladen und das, so wie du, einfach jetzt hobbylos zocken.
Nein, das nimmt das. Das Gute ist, es kommt keine Benachrichtigung auf dem Handy oder weiß ich wo. Was heißt das Gute ist? Ja, das die checken, weißt du, wir könnten eine Gilde angreifen, wir könnten Gift angreifen, ja? Als Beispiel. Wenn die 50 Mitglieder zufällig, wir müssten irgendwann mal erfahren, dass die dann irgendwie einfach mal zwei Tage alle nicht können. Dann hätten wir eine Chance, gegen diese Gilde zu gewinnen. Und ja, wir würden so viel Ehre bekommen, so viel Ehre, wenn wir bekommen, das glaubst du gar nicht. Wenn wir die Ehre bekommen haben, ne, wir steigen, glaube ich, gleich in die Top 10 auf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du da so viel Ehre bekommst, wenn du einfach nur eine von oben. Ich glaube, da bekommst du immer noch genauso viel Ehre wie davor. Wollen wir nicht mal Gift anschreiben? Hier in Kooperation mit Klarsichtfolie. Bitte greift, also bitte verteidigt einmal euch nicht. Uns gewinnen lassen. Das Lustige ist, ich glaube, die müssen sich noch nicht mal verteidigen. Ich glaube, das reicht nur, wenn Unge bestätigt oder einer von denen. Nee, ich glaube, die haben ihre Gilde so weit ausgebaut, ne, dass die gar nichts machen müssen und trotzdem gewinnen. Also ich weiß es nicht. Noch 1000 XP und dann habe ich Stufe 31. Da bist du ja. Gut, dann ist das auch erledigt. Es ist euch eine Ehre, für mich arbeiten zu dürfen. Okay, jetzt habe ich bei gar keinen einzigen Account mehr samt Uhren. Schön, dass du vorbeikommst. Du, ich habe 176.000 Gold, ne, mit in meinem Account. Wow, ich hab 18.000. Das rockt schon, muss ich ja wirklich mal sagen. Wir müssen reden. Oh, hier gibt's einen Blumentopf für 171 plus Stärke. Ah, da verliert er mir wieder so viel Ausdauer ab. Scheißegal, nehmen wir. Ah, da bist du ja. Ah, da bist du ja. Ah, da bist du ja. Wieso sagen alle heute das Gleiche? Als ob ich schon lange nicht mal online war. Stimmt, du bist ja täglich online. Ich glaube, ich habe auch schon auf alle Accounts, auch auf den neuen, habe ich jetzt schon 30 Tage Spielzeit. Der neue Account war doch hobbyloser Typ, ne? Mhm. So, da gucke ich doch mal kurz. Wie komme ich eigentlich auf so einen Namen? Weiß ich nicht, hallo? Ah, I Like Candy spielt auch wieder, sehe ich gerade. Finde ich übrigens hier, ne, total nett. Schreibt hier, hi, wollte nur sagen, dass ich vom 16.09. bis 20.09. auf Klassenfahrt bin und deswegen nicht erreichbar. Hat sich abgemeldet, ne? Nicht so wie manch andere. Richtig. Steffen? Ich. Obwohl, Steffen ist recht aktiv. Da gibt es andere Leute, ne? Wie zum Beispiel, muss man jetzt auch wirklich sagen, Franzi, Netti, Anna, ja, die einfach sich dann gar nicht mehr einloggen. Weil die keinen Bock mehr auf uns haben. Weißt du, was mir gerade auffällt? Hast du schon gesehen, wenn du im Waffenladen bist, ne? Da ist rechts im Karton ein Pokéball. Ist mir noch nie aufgefallen, dass ich jetzt gerade... Same. So. Weißt du, geh mal kurz in den Waffenladen. Schau mal hinten in die Person, da steht Batman.
Das ist wirklich Batman. Ah, da hinten links. Ja. Das ist Batman. Was macht Batman in Shakes and Fidget? Das sind so ein paar Sachen. Die hat man nicht so wirklich gedacht. Geeilt oder war ich zu schnell dafür? Warum hängen oben auf der Wand Gewehre rum? Das ist ein Gewehr. Das ist ein Waffenladen, ne? Da ist eine Star Wars Maske. Oben bei den Helmen ist einfach eine Star Wars Maske von diesen weißen Truppen da. Ich schaue gleich. Gesehen. Wir müssen reden. Kennt ihr euch hier aus? Was es mir auch auffällt, bei dem Gegenstandsladen, das Fenster, das ist dieses Zeichen, wo eben Stern ist und dieses Stern eben im Kreis. Ich schaue gleich. Ich tue hier gerade auf alle Accounts einmal Edelsteine. Ich brauche ganz viele Edelsteine. Und Gold ist gerade kein Problem. Kann ich machen. Weißt du, Gold ist gerade kein Problem. Ich finde es schön, dass jedes Event so seine Vorteile hat. Gut, da läuft es. So, noch 10 Sekunden. 5, 4. Also, da muss ich auch aufpassen. Manchmal, man geht ja erst auf Überspringen, wenn der Kampf beginnt, ne? Mhm. Selbst da drücke ich manchmal so früh drauf und tue dann bei noch 2 Sekunden oder so, ja. Tue ich dann von Treibsanduhr nutzen. Autsch. Es ist euch eine Ehre, für mich arbeiten zu dürfen. Soll ich noch einen Kampf wagen? Wie du willst. Das wird sicherlich ein lustiger Kampf, weißt du warum? So, wir gehen jetzt einmal auf mein Mage. Wir gehen einmal auf Ehrenhalle. Nein, du gehst nicht auf Unge. Nein. Du gehst auch nicht auf Platz 1. Nein. Lolli. Mann. Da muss ein Leerzeichen dazwischen. Hallo Polterra. Level 411. Jetzt bestimmt klappen. Da haben wir doch sicherlich eine Chance. Diesen Spieler von was? Diesen Spieler von zu Freundesliste hinzufügen, machen wir mal. Von zu, das klingt. Wir haben sich da vertippt. Diesen Spieler in die eigene Gilde einladen soll. Hier, geh aus Gift raus, Gift ist so langweilig, komm zu uns. So. Viel interessanter und so. Hey, theoretisch würden wir dann so gut wie jeden Kampf gewinnen, der da unten ist. Oh, wenn ich auf seine Charakterbeschreibung gehe, ne?
Aha. Da hat er erstmal die Gilde Gift drin, dann seinen YouTube-Kanal, dann seinen Twitch-Kanal und dann Terra Gang Lulu. Hä, hey, warte, welche Welt ist das jetzt? Das ist Welt 38. Der ist auch auf derselben wie Unge. Ich war mir gerade unsicher, wo der ist. Wisst ihr, ich könnte auch bei Charakterbeschreibung meinen YouTube-Kanal und so weiter reinpacken. So, Paul Terra ist 22. Platz, gell? Ja. Platz 22, Unge ist Platz 3. Was? Der ist runter? Ah. Ich greife ihn an. Ich zeige euch jetzt, wie man gewinnt. Der Kampf beginnt. Jetzt. Ich bin tot. Kein Wunder. Gut, das hat schon mal nicht funktioniert. Auf was ich auch mal wieder seit Ewigkeit mal wieder gucken kann. Die Ausbauten. Was für Ausbauen? Gilde. Ah. Goldschatz und Lehrmeister. Das habe ich jetzt mal gerade mal wieder ein bisschen aufgepusht. Dämonenportal ist hier erst ab Stufe 99 möglich. Und meine Pets müssen mindestens Stufe 100 sein, dass ich hier die einköpfige Hydra angreifen kann. Das dauert also auch noch. So. Wie sieht's hier bei der Gilde aus? Okay, hier habe ich schon einiges investiert, dann mache ich erstmal nichts. So, weiter gucken. Ah, das kann man tun. Ah, das bekommen wir auch noch hin. So, weiter. Mein Mut und meine Stärke sind euch wohl bekannt. So. Das machen wir nicht, das kostet mir 12 Pilze. So, wie sieht's hier aus? Das kann man uns leisten.
So, mal gucken, ob ich heute hier noch mein Gold auf 200.000 bekomme. Hier geht es rund. Na, bist du müde? Nicht wirklich. Aber irgendwie fühle ich mich gesünder als davor. Also ich glaube, ich könnte trotz des Energies, was ich getrunken habe, nachher ohne Probleme einschlafen. Damn. Also ich glaube, würde ich mich jetzt hinlegen, ich könnte auch einschlafen. Und das gescheit hinlegen, klingt ja jetzt schon. Aber wir sind ja bis noch 23 Minuten live. Bis dahin bin ich Level 100. So wie versprochen im Titel, Hust Hust. Nee, der Titel heißt heute anders. Ich weiß, Gold Event. Richtig, genau. Ach, Tanja ist noch wach, Tanja macht einen Snapchat. Ja. Tanja war doch gestern, da war sie mit Jens. Ja, abends, wenn ich mal drin bin, sind sie schon wieder weg. Zumindest in der Spielschicht. Wir können einander helfen. Wir können aneinander helfen. Das ist aber zugeben, ich fühle mich besser. Wieso? Perfekt, dann kannst du gleich morgen mit im Haushalt mithelfen zu putzen. Das hättest du nicht sagen dürfen. Du hättest sagen müssen, mir geht's so schlecht, ich kann nicht mal einschlafen. Ich hab gesehen, dass ich mit dir rede. Allgemein, dass ich gerade am Reden bin. Und ja. Dann kommt meistens von denen, ja, wärst du krank, würdest du jetzt schlafen. Nein, du hast so ein hohes Fieber, dass du schon Selbstgespräche machst. Dir geht's so dreckig. Nein, ich hätte aus Teamspeak rausgehen sollen, dann hätte ich sagen können, ich rede mit Anna, siehst du nicht? Hier, wie wird von dem ich zeige dir das ausgeschaltete Handy. Ich darf ja nicht sagen, dass ich denke, dass ich mit mir alleine rede, weil... Weiß man, dass es nicht so ist. Ich muss es so unauffällig machen, wie es geht. Ach ja. Wann hattest du eigentlich das letzte Mal... nee, was ist das hier für ein Scheiß? Wann hattest du... Was wollte ich sagen? Jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Was für iPhone hast du? iPhone 6. iPhone 6... Ah, das iPhone 6 bekommt auch noch das 13er Update, oder? Weiß es nicht. Also ich bin momentan bei 12.4.1. Man kann es auf jeden Fall googeln. Okay. Ihr bekommt es nicht mehr. Ja, diese iPhones und iPads bekommen kein Update mehr. Demzufolge soll die OS-Version des iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus nicht mehr aktualisiert werden. Ja, iPhone 6s wird noch aktualisiert. Aber iPhone 6, ich habe das auch schon mal irgendwo gelesen gehabt. Ja, ich hoffe demnächst mal auf ein neues Handy, auch auf ein iPhone, weil das habe ich jetzt auch 2 Jahre. Ja, das ist doof. Du brauchst dringend ein neues iPhone. Naja, noch funktioniert es ja ohne Probleme oder sonst was. Und das Update ist jetzt nicht so dramatisch groß, dass ich das mache. Dass ich jetzt richtig traurig bin, dass ich es nicht mache oder so. Ja, also sagen wir mal so, sehr viele Funktionen sind dann eben mit deinem Gerät nicht möglich, weil noch eine Kamera fehlt und so weiter und so fort. Ja. Finde ich aber jetzt nicht schlimm. Solange ich mit dem Telefon eben T-Signal, oder was heißt Telefon, mit dem Mobiltelefon, dem Handy
Facebook nutzen kann und also WhatsApp schreiben kann. Ich klinge so wie so alte Menschen, so solange ich mit dem Telefon SMS schreiben kann, telefonieren kann, ist doch alles in Ordnung. Auf der Suche nach einer Aufgabe? Ja, für gewisse Leute vielleicht. Ihr wollt sicher ein Autogramm? Ich habe zu Tanja geschrieben, lange nicht gehört, weißt du? Was schreibt sie zurück? Ich dich schon, gerade eben, als ich gesehen habe, dass du streamst. Aha. Und schreibt nicht mal im Chat, ja? Schreibt nicht mal Hallo. Okay, sie hat wahrscheinlich Angst, Hallo zu schreiben, weil sie dann automatisch denkt, dass ich sage, oh, Tanja, komm ins Test. Ja, willst du auch sagen, kannst du nicht verneinen. Aber ich sehe nächsten Monat Tanja. Was? Ich schreibe sie gerade, bin nur zu müde, sonst wäre ich mal dazu gekommen. Nee, Steffen und ich fahren nächsten Monat zu Tanja. Echt? Mhm. Okay. Und sie hat sehr gutes Netz, das heißt, wir haben uns vorgenommen, uns dort auch einmal zu streamen. Oh. Ja, wir werden mal so von Freitag zu Samstag oder von Samstag zu Sonntag oder so mal vorbeischauen. Und Tanja mal Hallo sagen. Tanja wohnt nicht so weit weg, weißt du, das sind 300 Kilometer, da ist man in 3-4 Stunden da. Also eigentlich theoretisch kann man die komplette Tour einmal durchfahren, ohne Pause. Habt ihr euch davor denn schon mal gesehen? Tanja habe ich noch gar nicht gesehen. Oh. Deswegen, es wird Zeit. Ja. Ah, oh, scheiße, ich habe alles kaputt gemacht. So, hier ist das Spiel. Und weiter geht's. Aha, da bist du ja. Aha, da bist du ja. Oh, ich habe jetzt gerade alle Stadtfenster geschlossen. Ach, ich bin so gut, wenn ich müde bin. Aha, was war davon wegen Energy und so? Ja, ich habe jetzt das so erreicht, dass ich müde bin, aber eh nicht schlafen könnte. Aha, was war vorhin? Also ich glaube, würde ich mich nicht einschlafen können. Das war vor 5 Minuten, aber ich habe die Dose immer noch nicht aus. Aha. Das ist eine XXL-Dose. Hier sind, glaube ich, 5 Liter drin gefühlt. Ah, ja. Oh, was er schafft. Wenn nicht. Ach, da sind wir wieder. Hallöchen und herzlich willkommen zurück. Sorry für die kurze Störung, aber mein Router meinte mal kurz: Bye. Zurück. Oh, sorry für die kurze Störung. Jetzt höre ich mich doppelt. Jetzt höre ich mich. Zurück. Oh, es hat wieder kurz zerstört. Ja. Das war Mixer. So, ihr habt nicht viel verpasst. Ich suche jemanden für ein Abenteuer. Ich bin nur gerade verreckt. Also, wenn ich jetzt ehrlich bin, es schaut dir keiner zu, es interessiert dich keiner. Ich weiß gar nicht, warum wir den Stream überhaupt machen. Wir reden mit uns selbst, wow. Ich bekomme wieder meine alte Stimme. Ich will wieder die eine Stimme haben. Siehste, Olli macht gesund. Dr. S. Oma hat's wieder mal geschafft. Ich will meine alte Stimme haben. Also nicht meine alte, die ich ganz am Anfang hatte, sondern die ich vorhin auch hatte. Die tat nicht mal im Hals so weh. Ich weiß nicht, warum meine Stimme normalerweise im Hals wehtut, wenn ich ab und zu mal rede. Vielleicht bist du ja im Stimmbruch. Vielleicht bist du gar nicht krank. Ich bin nicht im Stimmbruch. Laut den Studien kommen zwar Mädchen in den Stimmbruch, aber das merkt man kaum.
Ja, du wahrscheinlich schon. Ich bin ein Sonderfall. So wie ich von einem anderen Typ mal gehört habe, der so, du wolltest nett klingen lassen, ne? Der so zu mir, also du bist ein Sonderfall. Und ich so, hallo. Also nicht so böse gemeint. Und so. Also, aha, ja. So, Energy ist leer. Okay. Wie viel waren das? War es jetzt ein halber Liter oder wie viel war? Ja, halber Liter. Und nicht die XL-Dosen, 750 Milliliter. Ja, eine große war es heute mal nicht. Obwohl ich die mit dem halben Liter drin finde ich ja auch schon recht groß, ne? Ja. Wieder weißer, also Ultra? Natürlich. Obwohl die anderen eigentlich auch nicht schlecht sind. Also von Monster finde ich, ich glaube, ich kenne keine Sorte, die schlecht schmeckt. Oh, da musst du die komplett rosa eine Dose probieren, Alter. Das ist zu süß. Viel zu süß. Scheißegal, ich mag auch total süß. Probier mal die. Tu mir den Gefallen, probier die mal. Komplett rosa eine Dose. Von Kopf bis Fuß rosa. Wollt ihr, dass ich im nächsten Stream die rosane Dose trinke? Dann lasst einen Kommentar, ein Abo und ein Like da. Und aktiviert die Glocke. Genau, natürlich, weil ihr müsst ja mitbekommen, wenn ich die rosane Dose trinke. Die rosane Dose, was wird die bewirken? Richtig. Ab 100 Likes werde ich... ich bekomme einen Schluck auf. Keine Sau zu. Das ist der Vorteil, das schaut keine Person zu, weiter. Warte, wer hatte gefragt gehabt, vor einer Stunde ungefähr, ob ich streame? Das war Beef Button. Okay. Aber ist, glaube ich, auch nicht mehr aktiv. Echt? Nee, oder? Hätte ich nicht gedacht. Also weiß ich nicht, Beef Button bist du noch da? Wenn ja, schreibe ja in den Chat. Nein, schreib nein. Obwohl, Beefbutton hat noch nicht mal gefolgt, ja? Du kannst auch gerne mal auf Follow drücken, ja? Dann tust du voll followen und so. Ich glaube, der ist in den Stream gekommen, weil er gesehen hat, dass wir gehört und ganz kurz, dass da ein weibliches Wesen drin ist. Oh, jetzt denkst du tatsächlich hier, dass deinetwegen jetzt hier... Ey, es ist ja alles möglich. Beefbutton, wenn du Leonie kennenlernen möchtest, ja, dann muss ich dir leider sagen, es wird nichts aus euch. Genau, sie ist minderwertig, da geht's schon los. Was? Und? Fick dich. Und alle Personen, die Leonie kennenlernen müssen, wollen, können sich gerne bewerben, ja, und die Bewerbungsunterlagen tue ich dann in 10 Jahren auswerten. 10 in 5 Jahren reicht auch. Ja, nein, die bekommen dich noch nicht, wenn du gerade frisch 18 bist. Nein, die müssen länger Geduld haben. Die, ja, 6 Jahre. Früher in der DDR, ja, also ich komme ja aus dem Osten, da musste man auf einen Trabant 20 Jahre warten. Also können die Leute, die hier sich bei dir anstellen wollen in der Schlange, ja, auch 20 Jahre warten. Bis dahin ist Leonie 33 und mit 33 könnt ihr Leonie gerne kennenlernen. Wenn sie bis dahin nicht schon verheiratet und 2 Kinder hat. Ey, du hast sogar das richtig erraten. Ich will halt wirklich höchstens 2 Kinder. Und am liebsten... Warte, was denkst du, wie ich es am liebsten haben würde? Also... Jetzt hast du schon verraten. 2 Kinder. Ja, aber... Sohn, Tochter und so. Ach, einen Sohn willst du wahrscheinlich nicht, findest du. Du brauchst was Zickiges bei dir zu Hause. Sicher? Du brauchst hier Lena 2. Nee, ich brauche einen Olli 2. Was, das willst du nicht? Ich habe gesagt, ich will, wenn ich Kinder haben sollte, dann will ich 2 Kinder. Auch wenn ich erstmal 1 auf die Welt kriege, habe ich gesagt, dann ist mein Ziel, ein 2. Kind auch auf die Welt zu setzen. Ja, am besten gar keins, weil ich kein Double von mir haben will. Die dürfen ja nie alleine sein, ne? Das ist, ja. Ist genauso wie Hunde und so. Was für Hunde? Das war ein Hamster. Oder Kaninchen, bei wem das war.
dass die nie allein sein dürfen. Ach. Ich finde, niemand sollte alleine sein. Auch ein Hündchen freut sich, ein zweites Hündchen zu haben. Herrchen reicht auch. Bisschen mehr Fräuchen, wie heißt ich? Warte, Fräulein. Keine Ahnung, wie das geht. Ja, aber ein zweiter Hund ist immer noch parallel da, weißt du, wenn du auch mal nicht da bist. Ja, stimmt. Na, auf jeden Fall, ich habe mir vorgenommen, großer Bruder, kleine Schwester. Oh, dann weißt du schon mal Bescheid, ne? Beim ersten Mal solltest du Socken anhaben. Nee, wie war das nochmal? Ich weiß das gar nicht mehr. Und es gibt ja tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob die Teile funktionieren, es gibt ja hier so, schon so einen Periodenkalender, der dir sagt, wann man es tun sollte, dass es ein Junge wird und wann, dass es ein Mädchen wird. Und ja, ich finde, diese Kalenderdinger, die müsste man verklagen, wenn es dann einmal nicht funktioniert. Es gab ihn in Amerika, der hat es verklagt und hat 10.000 Euro Ersatz bekommen als Geld. Ja, okay, es gibt auch Leute in Amerika, die verklagen Red Bull, weil man damit davon nicht fliegen kann, ja, und bekommt dafür Kohle. Es gibt Leute, die haben Mikrowellen verklagt, weil sie da Hunde reingemacht haben und dort nicht stand, dass man Tiere nicht reinmachen darf. Und haben dafür $25.000 bekommen. Den habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also, eine Frau hat ihren Chihuahua in die Mikrowelle reingemacht. Warum tut man sowas? Oder Hamster, ich weiß nicht, was das war. Auf jeden Fall irgendein kleines Tier, ich weiß nicht. Und hat die Mikrowelle angemacht und das Tier ist von innen geplatzt. Was normal ist, weil die Gedärme und alles sich aufwärmt, aufpolstert und irgendwo platzt. Warum tut man sowas? Ich weiß es nicht. Und die Frau hat dann die Mikrowellenersteller von dieser Mikrowelle verklagt, dass auf der Mikrowelle nicht draufsteht, dass man Tiere nicht in die Mikrowelle packen darf. Die hat erstens $25.000 bekommen, zweitens wurde dann auf jede einzelne Mikrowelle ein extra Ticket sowas dran geklebt, wo steht, bitte keine Tiere reinmachen. Das ist doch logisch. Na doch, Tiere macht man rein, aber die will man dann danach servierfertig auf dem Teller haben. Ja, ja. Aber das ist ja... Warte, die haben da drauf geschrieben, bitte keine lebenden Tiere reinmachen. Ja, das ist doch trotzdem total unrealistisch. Wer ist denn bitte schon so doof? Und aus welchem Grund sollte ich ein Tier da reinmachen? Das hat die Frau anscheinend laut anderen Leuten absichtlich gemacht. Weil in Amerika kannst du jeden für jeden möglichen Scheiß anklagen. Und kriegst dafür auch Schadensersatz. Ich hätte wegen Tierquälerei hätte ich sie für 20, 30, 40 Jahre ins Gefängnis gesteckt. Naja, die haben es halt so gesehen, ja. Die haben nicht wirklich dafür beachtet, dass das Tier halt auch was davon halt Nachteile hatte und alles Mögliche. Sondern die haben sich dann nur gedacht, ja, stimmt. Das hätte man beachten können, fertig, Schadensersatz. Und ja, also normalerweise ist es ja so, dass es da in Amerika eigentlich, soweit ich weiß, ganz gut läuft. Das heißt, wenn du irgendein Tier tötest oder weiß ich was, dass du dafür genau solche Strafe bekommst wie Menschen, wenn man Menschen tötet. Hast, ja. Ne? Und von daher hat man da eindeutig so handeln müssen und nicht jetzt hier sagen müssen, hier, nö, die Mikrowellenfirma ist schuld. Da könnte ich ja auch meine Mikrowellenfirma anklagen, dass du siehst ja mal einige Gerichte, die so aufgelistet sind, ne? Wie lange die brauchen. Ich habe den Text da gefunden, ne? Das Haustier in der Mikrowelle ist eine moderne Sage aus den USA. Besonders in der technischen Dokumentation wird diese Geschichte häufig als Beispiel genannt, wenn es um Frage von Produkthaftung geht. Diese Legende berichtet von einer alten Dame, die ein Haustier, typischerweise einen Hund oder eine Katze, hielt. Wenn das Tier an einem Regentag nass geworden war, steckte sie es in die Bratröhre ihres Herdes oder um es dort bei schwacher Hitze trocknen zu lassen. Als der Herd defekt wurde, ersetzte sie ihn durch einen modernen Mikrowellenherd. Am nächsten Regentag wollte sie ihr Haustier wie gewohnt in den Herd trocknen. Dabei... gemäßigte Variante starb das Tier langsam durch die Einwirkung der Mikrowelle. Radikale Variante explodierte das Tier. In beiden Varianten erlitt die Dame dadurch einen psychischen Schock. Sie verklagte den Hersteller des Herdes erfolgreich auf eine beträchtliche Summe Schadenersatz mit der Begründung, das wäre in ihrer Gebrauchsanleitung
noch am Herd selbst ein entsprechender Sicherheitshinweis vorhanden war. Als Konsequenz dieses Falles werden Mikrowellenherde mit dem Warnhinweis nicht geeignet zum Trocknen von Haustieren versehen. Es ist kein Beleg für ein derartiges Gerichtsverfahren bekannt. Es gab jedoch einige Fälle, in denen absichtlich Tiere bzw. Menschen durch Einwirkung von Mikrowellenherden verletzt oder getötet wurden. Wie kann man ja so dumm sein? Krass, ne? Man weiß doch, wie schnell eine Mikrowelle erhitzt. Wenn du für eine Minute irgendwas reinpackst, ne? Eine Mikrowelle. Du kannst in einer Minute kannst du dein Essen komplett heiß machen. In der Mikrowelle. Und da, allein daran merkt man doch schon, dass es nicht geht. Du kannst irgendwas, wenn du dir einen Kakao warm machen möchtest oder so, ne? Kannst du es auch in der Mikrowelle machen und selbst da reichen 20 Sekunden aus. Wie kommt man nur auf solche Gedanken? Ich habe es nochmal gefunden. Es klingt nach einer düsteren Legende, wie sie aus den USA schon öfter nach Deutschland schwappte. Eine alte Frau wollte ihr regennasses Haustier in der Mikrowelle trocknen, wie es schon des Öfteren im Ofen getan hatte. Die Strahlung jedoch erhitzte nicht nur das Fell, sondern brachte das Blut zum Kochen und das Tier zum Explodieren. Wow, ich finde das... keine Ahnung. Reden wir nicht drüber. Oh mein Gott, da wurde eine zur Haft verurteilt, wegen sowas anscheinend. Warte. Auch in Barnsley, Nordengland. Eine 23-jährige Frau wurde zu 14 Wochen Haft verurteilt, da sie ihre Katze in einem Mikrowellenofen zu Tode gequält hatte. So berichtet jetzt Spiegel Online. Jahre hätten das sein müssen. Ja. Minimum. So berichtet jetzt Spiegel Online. Dem ging ein einmaliges Familiendrama voraus. Molgi, wie die Katze nach Informationen der Online-Zeitung hieß, habe den Goldfisch der Frau getötet. Die Qual in der Mikrowelle sollte eine Bestrafung sein. Oh Mann. Ich finde, dass was die Tieren antun, das selber müsste man mit den Menschen machen. Einfach mal für ein paar Minuten in der Mikrowelle. Okay, dann ist die Person selbst auch tot. Wusstest du, dass ich davor gar nicht wusste, das hat uns unser Englischlehrer erzählt, ne? Wir haben da gerade Thema so typisch dumme amerikanische Leute gehabt und dann kam er so, ja, wusstet ihr eigentlich, dass das und das da mit der Mikrowelle passiert ist? Und ich wusste das davon null, ne? Ich habe mir nur so gedacht, okay, so, Alter, wusste ich auch nicht. Das habe ich auch gerade von dir das erste Mal gehört. Was auch gemacht wurde, wie war das? Irgendwie so ein Kind hätte anscheinend mit Geld gespielt gehabt. Und hat das Geld anscheinend geschreddert. Und die Mutter hat dann die Leute verklagt, die diesen Schredder da gebaut haben und haben gesagt, warum schreibt ihr da nicht drauf, so richtig groß, dass man das lesen kann, wenn man das wirklich auch schreddert, dass es nicht enthalten wieder zurückkommt. Die hat dann auch ungefähr 10.000 bis 20.000 Dollar bekommen als Schadensersatz. Wegen einem fucking Dollar. Also, da muss man schon sagen, Amerika hat da wirklich so Sachen, wo man sich auch nur so denkt, what the fuck? Es ist 2 Uhr. Und ich hab gerade meine Abenteuerlust auf 100 aufgefüllt. Wow. Ja, nee, aber wie gesagt, ich kann das ja auch in dem Fall nachher noch offline weitermachen. Nachher oder jetzt? So lange, bis ich halt nachher irgendwann einschlafe. Keine Ahnung, wann das ist. Auf jeden Fall für die Leute, die noch zuschauen oder die sich das im Nachhinein anschauen. Wenn heute bei euch der 21.09. Übrigens, heute ist Area 51, ne? Right. Also schaut vorbei. Bucht euch noch einen Flieger. Heute geht's da ab. Schön, dich zu sehen. Heute werden die gestürmt. Es wurden gestern schon, haben sich Leute versammelt und so. Ja, es gab auch schon ein Live-Video, aber das soll fake gewesen sein. Ja, warum nicht nur eins?
Wir können ja mal gleich nochmal kurz bei YouTube schauen, ob wir da was finden. Das machen wir gleich noch. Ich weiß gar nicht, wie spät ist es jetzt gerade. In welchem Land war das überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ich google mal kurz. Area. Wenn ich nur Area eingebe, kommt. Ich habe doch Area falsch geschrieben. So. Area. Hier haben wir es doch. Doch, ist live. Area 51, wait, alive. Was, ich nenne das sogar wait. Mehrere Millionen Zuschauer. Alien-Demonstranten bislang friedlich. Reporter berichten von Party. Party? The fuck? Stürmen heute 2,1 Millionen Menschen das Sperrgebiet? Es haben sich tatsächlich an die 2 Millionen Menschen davor versammelt? Das geht ab. Wann soll es passieren? Irgendwann mal heute Nachmittag. Am 20. September von 3 Uhr bis 6 Uhr. Ich habe ja irgendwie so einen Link bekommen von einem Typen. Warte, warte. Das heißt, das war offiziell gestern. Aber jetzt müssen wir noch mit rechnen, dass es Ortszeit. Und das soll irgendwie heute früh bei uns sein. Wir haben ein bisschen Zeitverschiebung. Das da, diesen Link wurde da übelst, also überall verbreitet irgendwie. Ich glaube, es reicht. Ich hab da auch schon mal drauf geklickt. Mein Kampfmagier darf nichts mehr machen und der hängt es mit Level 40 fest. Ich habe keine Abenteuerlust mehr und ich kann auch keine Pilze mehr nutzen. Ich muss es warten. Als ob man da irgendwelche Aliens sehen wird, hallo. Es geht nicht nur um Aliens, es geht auch darum, dass dort auf dem Gelände, obwohl die haben schon so viel verraten, wenn hätten die es eh schon beiseite geschafft, dass das mit dem Weltall und so weiter, ne, hier mit hier, hier ist Armstrong, dass der da dass, den Mond als erster entdeckt hat in Amerika, ne, dass das auch alles fake ist und dass die komplette Filmausrüstung dort vorhanden ist. Was für Ausrüstung? Na, es soll alles gefaked gewesen sein mit der Mondlandung und so weiter. Und dass die Ausrüstung davon, ne, das, die ganze Filmausrüstung, dass die alles, dass es alles dort vorhanden sein soll. Okay. Wahrscheinlich finden die auch noch raus, dass die Erde eigentlich eine Scheibe ist. Aber ich bin tatsächlich. Noch Level abgewonnen. Willst du das dann erklären? Das mit von wegen Raum, also All und alles Mögliche. Warum fliegt dann etwas die ganze Zeit rum, herum? Wer sagt denn, dass da was rumfliegt? Vielleicht ist es einfach nur, die Sonne ist irgendein Typ mit der Taschenlampe. Genau. Franz ist wieder da. So. Gut, aber den Spaß machen wir uns gleich noch. Kommt jetzt noch runter oder bleibt jetzt oben? Ich muss dir was zeigen. I don't know. Wahrscheinlich wird sie gleich noch CSGO Freunde dazu und zockt noch eine Runde. Es geht endlich. Also sie meinte ja, wir sehen uns spielen. Ah, jetzt ist sie weg. Ja, heute Abend hat sie gesagt, glaube ich. Gut, das haben wir auch fertig. So, was machen wir jetzt? Stufe 8, 8, 8, 8, 8. Stufe 9, Stufe 5, Stufe 7, Stufe 7. Okay, das machen wir eine Stufe höher. Ich muss übrigens noch FKK machen. Okay. Mit ein, zwei Accounts. Aber das mache ich dann erst, wenn ich meine Schatzkammer so hoch habe, dass ich da alles reinpacken kann. Okay. So, ich glaube, wir testen jetzt mal was an. Wir machen jetzt mal kurz zum Schluss was anderes. Wenn wir das jetzt hier fertig haben. So, fertig. Auf der Suche nach einer Aufgabe. Es schaut zwar eh keiner zu, aber
Übrigens, ich habe 207.000 XP. XP sag ich schon, Gold. So. Nicht schlecht. So. So. Dann brauchen wir hier YouTube. So, hier haben wir YouTube. Oh, deine aktuellen Streams. Shaxx & Fidget Gold Event. 2 aktive Zuschauer. Wer schaut denn zu? Wer schaut denn zu? Na, wer schaut denn zu? Ich rede gerade jemand. So, hier haben wir YouTube. Excel ist gerade live. Wir schauen mal, wir rainen jetzt mal Excel. Wir gehen jetzt alle mal einmal auf Excels Kanal. Danach ein Danke. Da ist er gerade. Davor ein Danke und dann ein Name. Aber da du nicht mit deinem Namen so nett hast, gehe ich davon aus, so, dass du nicht willst, dass nein, Quatsch, wir rainen ihn nicht. Deswegen sage ich einfach Danke. Ist, was machen wir jetzt? Ja, ganz danke. Ehrlich, die Triaden werden sicher weitersuchen, oder? Das ist wieder nackt. Ja. Oh Mann. Ja, das ist ja eigentlich immer nackt, ne? Ja, das spielt hier schon sehr lange, also sehr viele Tage jetzt. GTA Roleplay, so rum. Ist eigentlich gar nicht schlecht. Du läufst da wirklich rum, kannst mit anderen Leuten quatschen, kannst mit denen zusammen was machen. Und das ist wirklich. Aber ich bin immer nicht so ein großer Fan, was Roleplay angeht. Mich da mit anderen irgendwie. Keine Ahnung. Ich würde wahrscheinlich immer stumm da irgendwo rumlaufen, weil ich keinen Bock habe auf die anderen Leute. Aber wir wollten was anderes googeln. Area 51 Raid. Übrigens, warum habe ich hier eigentlich so ein grünes Logo bei Excel? Hä? Aber mein Name ist grün bei Excel. Ich lasse erstmal ein Like da. Vielleicht? Hm? Vielleicht bist du Sub? Vielleicht bin ich das. Hier steht auf jeden Fall Vorteile ansehen. Was steht denn da, wenn ich darauf gehe? Oh. Ich glaube, ich bin Mitglied bei Excel. Oh, seit wann das? Haben die euch erkannt oder was? Nein. Das weiß ich auch nicht. So. Aber jetzt kommt erstmal nochmal das, was ich jetzt eigentlich machen wollte. So, und zwar. Area. Wenn ich Area schreiben könnte. Area. Ja, ich war. Hier, wir haben ganz viele Livestreams. So, wer hat denn die meisten Zuschauer? Der hat über 1000, der hat über 1000. Hier, 45.000 Zuschauer. Ah, ne, das sind Aufrufe. Hier unten ist noch jemand live. Hier haben wir Material. Mal kurz reingucken. My stream so bad that they're da ist aber nichts los. Right? I don't think so. I don't think so. Maybe. Du machst das gerade. I know everybody keeps telling me that Bads is stealing my stream. I get it. No need to worry. Was hast du gesagt? Du machst das geil, die er da anhat. Der Typ da. Ach, guckst gerade bei mir oder was? Is over here. Just report his stream and you're done with it. It's over. Oh, somebody just donated something massive. Der hat über 5000 Zuschauer, obwohl er gerade mal 16.200 Abonnenten hat. 10 Euro from Arthur E. Thank you so much. Shout out to Alexander Enroth. Ja, es sind noch viele Leute, die auch nicht abonniert haben. And Ruth. Shout out to the Enroths. Thank you for tuning in. All the way over there in Europe. Let's see. Say Dookie Fart. That's a. Is that gonna get me in trouble with YouTube saying yeah. Dookie Fart? Yeah, you could also try and do that. Hast doch alles verstanden, was er erzählt hat. Links blocked on his stream, but who knows? Ja, den größten Teil verstehe ich. Ich schreibe alle Fake im Chat. It's up in the air still, you know? It's up in the air. Ja, dann ist es fake. What's your name? Jaxtus. Jaxtus, did I say your name right? Do you believe that I'm real now, Jaxtus? I mean, it doesn't help anybody. Es ist ziemlich leer da. Wir gucken mal kurz woanders rein. Hier unten war ich jetzt, glaube ich, gerade drin. Ich habe dir mal auf Teamspeak einen Link geschickt. Anscheinend soll das real sein. Aber wir können hier auch noch einmal kurz reingehen, parallel. Qué loco. Was ist denn das für einer? Der nennt den Stream einfach nur so und spielt eigentlich nur Minecraft.
Hauptsache Area 51 reingeschrieben. So, du hast einen Link geschickt. Oh, jetzt sieht man mal unser Teamspeak. So sieht unser Teamspeak aus. Und hier haben wir einen Link. Nein, ich will es nicht abonnieren. Ich kann mich nur einloggen oder abonnieren, ich kann hier nichts machen auf der Seite. Ernsthaft nicht? Ich muss subscriben, aber ich will nicht subscriben. Kostet 18 Cent am Tag. Handy. Wow. Ach so, weil ich einen Adblocker drin habe. Moment, ich mache kurz einen Adblocker aus. Ja, jetzt geht's. Ah, das ist auch nicht leicht. Das ist unser Spiel. Wir glauben nicht nur an unser Team. Ist das laut, ist das laut, ist das laut. So, jetzt warten wir kurz, bis die Werbung vorbei ist. Ne, es ist nur ein Video, das eine Minute geht. Ernsthaft? Hm. Oh. Immer weiter runter. Also als ich da war, gab es da auch anscheinend irgendwie so einen Livestream, da habe ich auch vorhin drauf gedrückt gehabt. Ja, davon sehe ich hier nicht wirklich was. Oh. Ah. Oh. So, man kann ja auch kurz einmal hier wieder mal reingucken. Dann ist auch wieder was fertig. Aber wir werden es, glaube ich, noch früh genug über die Presse erfahren, was da passiert, ob da was passiert. Aber ich glaube nicht, dass Amerika das so hart zulassen wird, dass sie da irgendwie was machen. Na, die können sich verhindern. Die können, wenn über 2 Millionen Leute da stürmen, die können die Leute nicht aufhalten. Ja, almost every Area 51 Raid Livestream is fake. So. Aber wie gesagt, da warten wir einfach mal ab. Michs Gaming ist doch live. Steht hier zumindest. Bei 500 Abonnenten gibt es einen 12-Stunden-Stream. Vor 30 Minuten, okay. Ja, ist leider doch nicht mehr live, auch wenn es hier noch angezeigt wird. Wir können ja mal reinschauen. Jetzt schon gestartet. Oh, ganz viel OBS hintereinander weg. So. Nochmal einen neuen Versuch. Neues Glück. Was hatte ich denn so angeschaut? Jetzt hört man auch wieder was. Jetzt hört man was. Jetzt hört man was. Oh, das Klarsichtfolie live. Moin, moin. Schön, dass du dabei bist. Shakes and Fidget, Gold Event. Ja, Niederbayern TV, schön, dass du da. So. Ja. Aha. Ich kann dieses taktische Spiel nicht, ich rush immer rein. Ist ja auch ein Rush-Shooter. Was ja die Capper nicht begreifen, dass Call of Duty eigentlich so aufgebaut ist. Das sieht so aus, als ob die sich da ein paar Videos angeschaut haben. Hier über 2 Stunden waren sie live. Verbindung ist stabil. Aber erscheint nur ein. Erscheint nur ein Dings zu haben. Ist da, ja. Das war eine Überraschung jetzt. Aber ich finde, dass ein Raid nicht viel bringt, wenn man keine Zuschauer hat. Mach mal für kleine Kinder mal. So, so, so. Jetzt. Ich gehe jetzt halt einfach raus. Also, auf jeden Fall hat mich jetzt Gaming sich einige Streams angeschaut. Ja, yeah, ich hab gerade umgeschaltet. Das ist ein Spiel. Lautstärke anpassen. Ja,
Ja, du bist doch bei minus 10. Wow. Ja, das lag da. Ich sehe hier uns gerade beim Stream von Michels Gaming. Okay. Da hat er uns einfach gestalkt. Nee, wie gesagt, ich finde so Raids, wir haben es ja damals auch mal gemacht, ne? Leonie, warst du da schon dabei, wo wir es damals gemacht haben? Weiß ich das gerade gar nicht. Ne, aber wir haben denn damals, wo wir denn gestartet haben, waren wir auch noch total wenig. Dann haben wir noch ein bisschen gewartet und irgendwann waren wir dann so an die 20, 30 Leute. Und da macht es dann tatsächlich Sinn, wenn man mit 20, 30 Leuten dann auf irgendwelche Kanäle geht und dann hier so nach dem Motto, hey, wir lassen alle ein Abo da und so weiter. Es gibt Leute, die tun es da positiv auffassen und es gibt ja Leute, die tun es negativ auffassen. Hm. Ich würde jetzt mal sagen... Ah, ich bin live, steht hier. Ich würde sagen, das war's dann heute mit Shakes and Fidget. Weißt du, was lustig ist? Bei deinem Livestream-Video, ne? Der Chat wurde gelöscht. Auf YouTube. Bei mir ist er noch da. Vorhanden. Nee, bei mir ist er weg. Ach so, nee. Zumindest niemand so eingeschrieben. Ja, nee, der ist nicht gelöscht. Das hängt damit zusammen, dass vorhin mein Stream neu gestartet hat. Ja, und danach waren noch ein paar Chats von dir. Also was heißt paar? Alle waren noch da vor ein paar Minuten. Ja, dann hast du es noch nicht aktualisiert gehabt oder so. Weil um 1.46 Uhr, seitdem ist der Chat wieder auf Null, weil der Stream... Ja. Ja, wie gesagt, war heute eine recht ruhige Dings, aber das war schon fast klar. Hätten wir ETS gespielt als Beispiel, dann hätten wir jetzt wahrscheinlich noch Zuschauer. Aber das wird dann morgen kommen, das teste ich dann morgen mal. Ich wette mit dir, wir haben morgen um einiges mehr Zuschauer, wenn wir morgen mal wieder ETS am Abend machen. Ja. Und, Shakes and Fidget, wir sind mit Shakes and Fidget dann wieder nächstes Wochenende live und morgen und übermorgen kommen mal wieder ein paar andere Sachen. Ich habe noch eine Scherbe gefunden, das ist schon mal sehr gut. Ach, übermorgen auch? Wir können einander helfen. Aber übermorgen ist Montag. Sonntag? Montag, stimmt. Ja, also ich guck mal, wie ich was mache. Ich verspreche am besten gar nichts, weil ich nie weiß, wann ich was mache. Aber es wird auf jeden Fall, das kann ich versprechen, es wird dieses Wochenende noch einen Stream geben. Und ich habe auch theoretisch auch die Möglichkeit, darauf die Woche noch... Montag wird es auch was geben. Auf jeden Fall. Weil ich hab mit Montagabend, weil ich habe Dienstag frei. Es kann sogar sein, dass es Dienstag was gibt. Aber dann ist auf jeden Fall von Mittwoch bis Freitag kann es dann sein, dass dann wieder nichts kommt, aber dann haben wir ja schon wieder Wochenende. Aber wie gesagt. Freitag. Hast du nicht gesagt, Freitag 18 Uhr vielleicht? Freitag 18 Uhr, 19 Uhr, so den Zeitraum. Kann es sein, dass wir Shakes and Fidget spielen? Aus dem Grund. Weil wir vielleicht auf der Welt 40 uns einen Account. Also ihr könnt euch jetzt schon mal für die Gilde eintragen. Die Gilde annehmen. Nennt sich. Obwohl annehmen ist irgendwie total. Weiß ich nicht. Abbrechen hatten wir jetzt schon mehrmals. Ja, vielleicht wir. Sollen wir uns Gift nennen? Wir versuchen. Das erste Gilde. Wir versuchen uns Gift zu nennen. Oh, dann müssen wir aber ganz schnell, also ich weiß... Ich erstelle mir die Punkt 16 Uhr, ich mache mir einen Timer, erstelle ich mir einen Account und ja, mache Sportgilde. Richtig, und mach so schnell wie möglich Gift. Gift mit großen... Genau, alles groß schreiben, genau. Okay. Punkt 16 dann Uhr. Dann können wir sagen, ja, ich bin in der Gilde Gift und so. Richtig, aber um was wetten wir? Dass das auch andere versuchen. Wir müssen wirklich sehr gut sein. Wir schaffen das. Was heißt wir? Ich? Weil du wirst eh wahrscheinlich arbeiten. Ja, aber heiz es hoch, ja. Du bist dann schon Level 20, wenn ich dann nach Hause komme. Und dann lädst du mich in die Gilde ein. Ja, okay. Ich mache mir jetzt schon einen Timer für nächste Woche Freitag. Und es wollen sicherlich alle bei uns in die Gilde rein. Und du nennst dich einfach Unge oder Paul Terra? Und ich nenne mich Unge oder so. Wollen wir das machen? Geht klar. Du kannst ja aussuchen, wer du sein möchtest, ob du Unge sein möchtest, ob du Paul Terra sein willst oder was ich wäre. Das schauen wir einfach. Haben wir jetzt noch Zeit.
Und dann will Paul sich dort auch einen Charakter machen und wundert sich, warum sein Name war. Ey, wir dürfen jetzt keine Ideen machen. Das schaut sich doch, das schaut sich doch eh kein Mensch an. Also, dass ihr Bescheid wisst, ne? Am Freitag, Welt 25, machen wir uns einen neuen Account. Psst! Das, ich will die gerade wieder um. Das. Ich stell dieses Video nach dem Stream jetzt gleich erstmal auf privat. Das kommt dann erst Freitag. Falls es ungesiehst, dass er nicht auf die Idee kommt, dann doch auch einen Account zu machen. Also da müssen wir uns keine Gedanken machen, also ungesieht das auf jeden Fall nicht. Vielleicht ein Daniel und dann kommt er auf die Idee. Das Dumme ist, wenn Unge auf die Idee kommt, ne, das wirklich zu machen, der cheatet, weißt du? Der macht sich da einen Account für Freitag 16 Uhr. Ja, und holt sich erstmal gleich 3000 Pilze. Und. Das Ding ist, Unge könnte theoretisch, der ist ja, sag ich mal so, der hat da Kooperation mit Shakes and Fidget so ein bisschen, ne? Hat auch gesagt gehabt. Und Paul auch. Er könnte theoretisch Shakes and Fidget anschreiben und sagen so: Ja, ich möchte diesen Namen haben. Die Person soll den Namen sich ändern oder ich will, dass meine Gilde jetzt so oder so heißt. Ja, nee, also das mit dem Namen, das müssen wir ja nicht machen, das müssen wir nicht durchziehen, das ist dann schon so wirklich so ganz böse Fake. Aber die Gilde Gift können wir ja trotzdem nehmen. Also, ja. Wenn wir den Namen abgeben müssen, ja, dann verlangen wir von Shakes and Fidget 5000 Pilze für alle Gildenmitglieder und dann geben wir den Namen gerne ab. 50.000 Gold. Richtig. Und dann sagen wir, okay, machen wir. Wir geben den Namen raus. Und was, wenn wir nicht entscheiden können, sondern da steht einfach, ja, wir müssen den Gildennamen ändern und dann ist da nur noch dieses Feld. Dann verklag ich Shakes and Fidget, dann will ich mein komplettes Geld von dem Spiel wieder haben. Auch wenn ich noch nichts investiert habe für diesen Server. Ist mir egal. Ein paar Euro ich von den anderen Servern. Ja, aber gut, ne? Wie gesagt, wir sind jetzt offline. Schön, dass ihr zugeschaut habt, ihr wenigen Personen. Wie würde Franzi sagen, ihr Menschies? Ihr hübschen Menschies? Nee, was sagst du immer? Ich weiß es nicht, ich habe lange nicht mehr mit Franzi gesprochen. Den von heute. Ja, ihr wisst, was sie immer sagt. Also auf jeden Fall euch ein. Habe ich eigentlich in den normalen Chat-Nachrichten bekommen? Nee, der Chat ist leer. Jetzt sind bei mir auch die Nachrichten weg. Einmal kurz aktualisiert, alles ist weg. Auf jeden Fall euch einen wunderschönen Abend noch. Schlaft gut, träumt süß und bis später. Bis dann. Tschüss.